Das fing ja mal wieder toll an. Moment. So. Was haben wir? Auf jeden Fall live. Perfekt, ich habe den Titel verhauen. So, jetzt funzt der Titel. Funzt der? Kann man jetzt, kann man Nacho anklicken? Ja, man kann Nacho anklicken für später. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Just Chatting. Später New World, ich starte schon mal New World. Dann haben wir es später schon mal. Super. Ey, wie inkompetent bin ich? Ich verkacke einfach alles. Steam funktioniert es gerade einfach auch mal nicht. Da ist. Wo ist das New World? Spielen. Als du fragst, ich bin ein Kind von Dorf. Großstadt, Affenraff, nicht Dorf, Love. Ich bin heute irgendwie voll müde. Also, obwohl ich länger geschlafen habe als geplant. Ich weiß also nicht, warum ich so müde bin. Passiert. Passiert. New World ist am Starten. Daten, Daten, Daten. Es dauert noch 1000 Jahre. Ich habe schon wieder ewig nach meinen Taschen nicht geguckt. Mal gucken, was aus denen geworden ist. Ob die alle verkauft wurden oder nicht. Ah. New World. New World. New World startet. Startet. Ganz kurz so. Haben wir das. So. Hat keine Zockenzähne gerade für New World, das ist ein bisschen blöd. Weil das alles umgestellt habe. New World startet eh 3000 Jahre. Flebots! Danke für deinen 8. Monat. Was ist jetzt schon wieder mit dem Inlord? Ist ja noch pausiert vom Aufnahmen. Ist schön, das wäre blöd. Kleinen Moment. Gleich wissen wir es. Wissen wir nicht, die Seite lädt nicht. Hier hängt sie gerade alles auf, weil ich New World starte. Moment. Ich kann schon mal den Alert nachmachen. Daddy. Wie geht's dir, Flebutz? Was machen Sachen? Was machen Sachen? Vermutlich habe ich es mal noch pausiert und es hängt sich gerade alles auf. Das ist wohl der Ursprung des Fehlers. Na gut.
Schon im achten Monat, Gott. Mann, 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 Mann. Das muss ich auch immer machen, wenn mein PC schon überfordert ist. Ich schon nie. Ba 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 ba. Ja, die Seite will nicht laden. Was soll ich machen? Seite verlassen. Perfekt. Jetzt hängt sich alles auf. Habe ich super gemacht. Heute den ganzen Tag kochen bei deiner Mutter. Lammkeule. Klingt gut. Bei uns gibt es, glaube ich, heute Frikadellen mit Kartoffeln und Gemüse. Ja. Und ich habe heute viel Süßes gefressen. Morgen muss ich wieder arbeiten. Habe immer noch einen verletzten Fuß, weil sich so eine Blase entzündet hat und es hat sich ein bisschen ausgebreitet. Ich hoffe, der Nummer geht's morgen wieder gut. Wenn ich morgen wieder in der Arbeit schon rumlaufen muss den ganzen Tag. Sonst habe ich vielleicht das eine oder andere Problem. Ich bin laut Angaben von dem Zuständigen eh schon zu langsam. Deswegen wäre es optimal, wenn ich morgen nicht im Arsch bin. Deswegen versuche ich auch heute keinen Mittagsschlaf, damit ich früh einpennen kann, damit ich morgen früh fit bin. Ah, ich muss 4 Uhr aufstehen. Wann musst du aufstehen? Wir ein Battle draus machen, Major. Wer muss mehr leiden? Ah. So, es lädt die Seite. So halb. Und es ist noch pausiert. Perfekt. Pause ausmachen. Jetzt sollten die Alerts reinflattern. Also, da war kurz was, oder? Ganz kurz war dann ein Alert. Muss schon um 2, okay, ist geworden. Carry-Alert. Daddy. Den lassen wir mal durchgehen als nicht verbuggten Alert. Das lassen wir mal so zählen. Oh. So Leute, herzlich willkommen in New World. Ah, gab wieder irgendein Update. So, Knego-Begleiter rein da. Ich hab voll einfahren lassen. Wir warten. Und warten. Soll es auch wieder 1000 Jahre zum Laden? Man kennt es nicht anders. Aber ich habe hier Erfrischendes. Ich weiß auch nicht, warum ich so müde bin. Ich habe wirklich, wollte 4 Uhr aufstehen, bin fast auch ins Bett gegangen. Hab trotzdem bis, na gut, mit kleiner Pause, bis 8 Uhr im Bett gelegen. Bin zwar 6 Uhr wach gewesen, aber dann noch ein bisschen rumgelegen. Trotzdem bin ich voll müde und im Arsch. Alexa hat irgendwas getwittert. An streamende Menschen, ich fühle mich mal angesprochen, okay. 20.04., 23.04.
Sind wir auf jeden Fall irgendein Quiz. Muss ich mich um die Sachen, die ich plane, auch demnächst mal kümmern. Aber ich warte, glaube ich, bis zu meinem ersten Gehalt, weil dann kann ich für diese Wettbewerbssachen, die ich machen will, Preisgelder ausschreiben. Und ich finde, Preisgelder hat irgendwie Anstand und das ist cool. Auch wenn sich vieles so ein 10er, 20, Fuffi Preisgeld für die Leute, die mitmachen. Beziehungsweise für die, die dann gewinnen. Gerade bei Formaten, wo man gegen mich antritt, ist das, glaube ich, ganz cool. Wenn dann Preisgeld vorhanden ist. Deswegen warte ich, bis ich das Geld auch zusammen habe. Ich habe übrigens schon mein erstes Gehalt verplant. Es werden davon Solarpanel gekauft, die kommen an mein Fenster. Mit einer Powerstation, weil die beiden Sachen wollte ich mir eh holen, auch bis Wandern und so. Jetzt passt aber auf. Dazu, so fette Pflanzkübel, Regal dahin und dann so Lichter, Pflanzenlampen. Dann kann ich hier drin anbauen, in meinem Zimmer. Voll geil, oder? Also, ja, Obst und Gemüse. Nicht, was ihr denkt. Erst wenn es legal ist, dann auch das, was ihr denkt. Dann kommt das auch dazu. Ja, finde ich gut. Vor allem halt, weil ich mir das Solarpanel und das Ding eh irgendwann holen wollte, dachte ich, kann man es so direkt vereinen und kann hier direkt was Cooles mitmachen. Weil ich habe jetzt auch wieder eine Pflanze hier, die steht da hinten, das ist eine Knoblauchpflanze. Eine ganz kleine, süße Knoblauchpflanze. Die wächst langsam empor. Da ich aktuell keinen Garten, also als Family zusammen haben wir einen Garten, aber ich habe keinen eigenen. Dachte ich, ist auch so ein Regal mit mehreren Kübeln und Lampen drin. Eigentlich ganz cool. Ja. Mittlerweile soweit hier im Game. Ich kann mal Kategorie ändern. Perfekt, ich habe raus, alles hängt sich auf. Das war nicht ganz der Plan. Nein, stopp, verdammt. Oh. Oh, mal wieder auf die Mühe. Gott, da wird es von einmal eine Bildschirmaufnahme, ey. New World lädt nicht. Steam. Bei Twitch. Ihr seht hier übrigens, ich habe schon fleißig vorproduziert für die nächsten Tage für einen Gaming-Kanal. Und das sein für die gesamte Woche schon. Super. Genau so sieht mein Charakter aus. Und so rollt er. Man nennt mich auch allgemein hin den fliegenden. Jetzt fliege ich nicht mehr. Schade. Ich muss die Seite einmal neu laden. Das wird so nichts. So. Jetzt aber. New World geht doch. Fertig. Sag mal ganz kurz. Ein Koella in den Discord schon mal gehen. Habe ich das auch schon erledigt für später. Dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Dann können wir direkt in Game mal nach meinen Taschen gucken. Discord hat sich aufgehangen. Ist ja super. Wir kriegen einen Anfall. So, warten auf live. Verbinde. Ist verbunden. So, jetzt sollte alles laufen. Läuft flüssig, alles läuft flüssig. Ich habe ein bisschen Geld, weniger als gedacht. Ich hatte schon mal mehr. Ah, können wir alles zerlegen. Hoffentlich. So. Wenn wir an einem Strang ziehen, können wir alles erreichen. Okay, hier laufen sogar ein paar Quests gerade.
Ja, wir sind das Syndikat. Ich brauche mal einen Handelsposten. Da. Meine Aufträge. Okay. Abgeschlossen, abgelaufen. Abgeschlossen, 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 abgelaufen. Okay. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Gut, meine ganzen Taschen sind abgeschlossen. Heißt, ich brauche neue Taschen. Was ist mit meinem Charakter passiert? Warum ist der Feuerstab nichts gelevelt und ist nicht so hoch? Das zu weisen, das heißt ich. Habe ich einen Feuerstab ausgerüstet? Nö. So, gehen wir mal mein Lieblingsstäckchen und Städtchen und zwar erstes Licht. Ah, ein schöner Ladebildschirm. Das wird schön, das wird toll, das finden wir alle wundervoll. Wir machen noch nicht so lange. Ich glaube, nach New World machen wir vielleicht noch eine Aufnahme. Für ein, zwei Reaction, dann machen wir schon Schluss. Ich muss heute noch ein paar Sachen für YouTube machen und ich bin nicht so fit heute. Weiß nicht, ob man mir das anmerkt, dass ich heute irgendwie K.O. bin. Aber ich sag's ja oft genug. Dann ist ja gut. Lustig, lustig, wie das duftet. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oh, endlich. Meine letzten Shorts haben wir nur so vielleicht 20, 30 Aufrufe bekommen. Da war irgendwas kaputt. Endlich wieder ein Short, was richtig geht. Und es ist eins, wo ich Eier geblasen habe. Aber gut. Gut, besser als wenn gar nichts abgeht. Von den Aufrufzahlen. Ja, immerhin. Sag mal, Flebutz, bist du noch da? Ja, ich hätte da mal eine Frage. Ja. Schimpi wollte ja gestern so ein Comedy-Dings machen, hast du das mitbekommen? War halt für mich leider schon zu spät. Ich musste Haya machen, rechtzeitig, damit mein Schlafrhythmus nicht komplett im Arsch ist. Hat er durchgezogen, lief gut. Ich brauche Infos. Ich wollte heute Morgen VOD gucken, aber habe nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch irgendwo falsch geguckt. Oh, ist leer, das brauche ich alles. So, mal kurz gucken. Für die Täschchen kann ich die erstmal hier machen aktuell. Das sieht nicht so gut aus. So, warte, falsche. Muss hier hin, glaube ich. Ich glaube, ich muss hier hin. Ja. Der ist wieder zu niedrig, oder? Sieht so aus. Nee, hab's ihm ausgeredet. Es was vorzuhalten. Ach, hätte er bestimmt geschafft. Ich hab Vertrauen. Na gut. Gut zu wissen, wem man die Schuld geben muss. Große Rune des Haltens. Alter, wie viel habe ich davon? Wir brauchen noch Schattentuch. Dann haben wir erstmal alle Materialien, um zumindest die hier auszuarbeiten. Gehen wir mal Schattentuch nachkaufen. So.
Schattentuch. Ja, billigste Zeug. Okay, 20. Ist jetzt nicht so viel. Gibt's gar nicht so viel gerade. Sunny, ne? Wie Sonne. Richtig? Boah, ich weiß, da war mal was. Ich weiß noch nicht mehr was. Kaufantrag erstellen. Sagen wir 01. Eine solide Menge. Da können wir direkt ein bisschen mehr nicht knatschen. Perfekt. Dann habe ich es ja richtig. Sonst müssen wir gleich noch anderes Tuch besorgen. Ja. Na komm her, wir brauchen Taschen. Zusatztaschen. 8 Stück gerade vom Machen. Mehr wäre besser. Alle mit Zusatztaschen. Perfekt. Gehen wir die zum Verkauf einstellen. Dann beim nächsten Mal hoffentlich mehr Zeug haben. Verkaufen. Warte, Kleidung. Verkaufantrag. Komm, der Preis, der geht schon klar. Denn für die Rune, das ist doch. Der, ne? Dafür geht es klar. Wobei, ich habe Zusatztaschen, ne? Das haben die anderen nicht, oder? Doch, haben sie. Na, dann geht es klar. Kauft mal Merch, Leute. Da bin ich nichts dran, aber ich würde lustig finden, wenn ich auf der Gamescom so Leute treffe, die mit meiner Hackfresse auf einem Shirt rumrennen. Das ist Style. Software-Defekt? Lag? Wollt ihr mich verarschen? Hä? OBS funktioniert sogar noch und OBS hat immer Schluck aufs. Wollt ihr mich vereiern? Ey, ich heule. Nee. Ich setze mich bequem hin. Da hilft nur bequemes Hinsetzen. Verbindungsfehler, ja super. Kennt ihr das? Ihr antwortet irgendwo ernst drauf, macht aber ein Lachsmiley hinter, damit die Leute denken, es ist nur ein Scherz. Ja, folgt mir auf Twitter, dann wisst ihr, was ich gerade meine. Ach komm, was soll der Scheiß mit dem Verbindungsproblem? New World. Ich bitte dich. Keine Firmen zum Firmen, die unbekannte Inversion. Soll ich New World neu starten oder was? Starten wir mal New World neu. Seht ihr mal kurz. Ja. So ein Scheißdreck, ey. Ich bekomme einen kleinen Anfall.
Eine kleine Anfall. Hopp. Hopp, 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 hopp. Dubidub, dub, dub, dubidub, dubidubi, dub, du. Oder New World ist am Starten, möchte ich kurz hinzufügen. In der Theorie, es steht zumindest, dass es ausgeführt wird. Ob man dem glauben kann, ich weiß es nicht. Jetzt plötzlich irgendwelche Fenster, super. Ah, jetzt passiert was. Ich chill mal so lange am Handy und guck mir meine Statistiken an. Oh, Flemus hat einen Streamingplan gepostet für diese Woche auf. Gucken, woran sich da gehalten wird. Okay, Donnerstag 17 Uhr, Freitag 16 Uhr und Samstag spontan. Montag, Dienstag, Mittwoch nicht und Sonntag nicht. Okay. Ich glaube, Alexa fährt meine Taktik bezüglich die Wahrheit sagen und dann irgendein Emote hinter, damit es unwahr wirkt. Sie hat auch was ich getwittert habe, hat sie Fühle geschrieben mit diesem Kappa-Mond-Emote. Ja. Aber ich glaube sie zumindest nicht, obwohl nicht täglich. So, jetzt aber. Bitte Funze. Wenn ich einschlafe heute, macht keine Clips. Oh, doch, macht Clips. Aber gerade entspanne ich nur. Jetzt heute bin ich richtig im Arsch. Ich weiß nicht mal wovon. Safe, weil ich gestern voll viel Zucker gefressen habe und heute nicht. Heute habe ich nur ein bisschen Zucker gefressen, deswegen bin ich bestimmt noch Zuckerentzug. Das wäre eine Erklärung. Aber ich hatte keinen Koffein am Wochenende. Aber bei der Arbeit habe ich tatsächlich vorher ein paar Mal Koffein getrunken, um zu überleben. Nackenkissen für den Stream, das wär's. Ich muss sagen, ich verplane mein erstes Gehalt schon. Also erstmal wird zur Seite gelegt für Paris. Weil wenn ich habe ja jetzt einen Job, ne? Deswegen werde ich vermutlich nicht so schnell ausziehen können. Deswegen bleibt der PC hier erstmal. Deswegen habe ich davon das Paris-Geld schon mal zur Seite legen, auf jeden Fall. Dann bleiben mir noch so 400 Euro zum Ausgeben. Nach den Fixkosten. Und ja, ich glaube... Davon vielleicht so ein Nackenkissen, das wär's auch. Ein schönes Nackenkissen. Ein Penis oder sowas, irgendwas richtig Geiles. Was lustig ist. Ein Einhorn. Eine Kackwurst. Könnte ich hier so bequem legen, kann ich jetzt nicht, weil ein Nacken weh. F9. Okay. Habe ich jetzt einen Battle Pass? Haben die einen Battle Pass eingeführt oder was?
Alles klar. Das ist nicht den hier ernst, oder? Kaufen. Weißt du schon, wer noch mit uns im Hotel sein wird? Ach, Schimbi erzählt immer, dass er nicht kommt, dass er doch kommt. Also aktuell überlege ich sogar, ich habe ja zwei Hotelzimmer gebucht mit je drei Plätzen, ob ich eins davon wieder abbuche, dann einfach mit dir und Schimpi allein. Ich habe halt noch andere Freunde, Freundinnen vor allem, ja. Aber die sind entweder sowieso schon da und haben eigene Hotels, Leute, die ich kenne, mit denen ich gern feiern würde, oder, ja, ich will jetzt nicht über niemanden lästern, aber Freundinnen, die mit mir schon zusammen duschen waren, sagen jetzt, sie können mit mir nicht zusammen Urlaub machen an meinem Geburtstag, weil sie jetzt in einer Beziehung sind. Ich denke mir so, ich habe dich schon nackt gesehen. Bist du behindert? Ja. Also, wenn ich mit dir was hätte anfangen wollen, dann hätten wir schon längst was miteinander angefangen. So, und wenn dein Freund dir nicht vertraut, ist es ein Scheißfreund. Bei einem bescheuerten Paris-Urlaub. So Twitch-Con. Deswegen überlege ich allgemein, ob ich ein Zimmer sogar wieder abbuchen soll. War ich Geld. Könnte ich von dem Geld, was ich von meinem ersten Gehalt, was ich zur Seite lege, könnte ich sogar dann direkt noch die Fahrtkosten mitnehmen. Und nicht nur die Hotelkosten und alles. Aber ich sag so, jeder, der Mindestlohn verdient, ist ein Glückspilz. Man kriegt einfach Geld im Überfluss. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich hab schon, ich verplan, ich fange schon an zu verplanen, damit das Geld nicht dumm rumliegt. Ist for real so. Das obwohl, wenn ich mit meiner Mutter drauf gar nicht habe, dass Miete steigt. Und selbst wenn ich jetzt ausziehen würde, hätte ich immer noch fast 1000 Euro jeden Monat zur Verfügung. Und ich arbeite nur 4 Tage die Woche und nicht fünf. Also, ja, ich weiß echt nicht, was die Leute mit dem Geld immer machen. Ich muss richtig planen, um es loszuwerden. Ich werde aber das meiste in Twitch und YouTube stecken. So, jetzt haben wir. Wir bräuchten halt noch das scheiß Schattentuch mehr oder vergleichbares Tuch, damit wir mehr Taschen machen können. Ich guck mal, was sonst noch so für Tuch gibt. So. Kaufen. Stoffe. Veredelte Rohstoffe. Tuch. Leinen hätten wir noch. Und Heuschlitzer. Satin. Gar nicht mal so wertlos. Aber komm, nehmen wir Satin. Einen ordentlichen Schwung. Erlauben. Koks und so weiter kostet alles Geld. Ich habe auch ausgerechnet, ich könnte jeden Tag ins Bordell gehen mit meinem Gehalt. Für 10 Minuten. Nach den Fixkosten. Ja. Oder ich könnte halt jedes Wochenende den härtesten Abriss-Sub ever machen. Also ich bekomme ungefähr 1200, 1300 aufs Konto. Ja, sagen wir mal, ich würde jetzt ausziehen in die billigste Wohnung, die es hier so in der Gegend gibt. Sagen wir, sagen wir vielleicht 600 Euro mit allen Fixkosten dann, ja? Ich komme auch mit 3 Minuten hin. Das bieten sie leider nicht an. So, sagen wir mal 600 mit allen Fixkosten. Dann hätte ich immer noch über 600 Euro im Monat, die ich irgendwie verpulvern müsste. Und bei den Fixkosten ist schon sowas wie Bus oder so mit drin. Erzähl mal, du hast jetzt einen Job. 32 Stunden die Woche und was ich mache, geht dich einen Scheiß an. Aber bei den ganzen komischen Leuten hier im Chat werde ich da bestimmt, werde ich da bestimmt nicht sagen, was ich arbeite genau. So. Es fehlt ein. Willst du mich verarschen? Wird verdächtige Software oder defekte Installationen erkannt? Ich krieg einen Zusammenbruch. Ich gehe gleich mal gucken, ob man die Datei reparieren kann, ob vielleicht irgendwas kaputt ist, wirklich. Aber dann wäre es noch nicht logisch, dass ich ganz normal spielen kann und erst dann rausfliege.
Ja, voll dumm. Außerdem hat das Spiel erst gestern oder vorgestern geupdatet. So ein Scheiß. Und ihr seid alle komisch. Deswegen auch, ich verstecke meine Arbeitskleidung hier, weil eigentlich liegt die hier einfach offen rum. Ja, ich verstecke mein Arbeitsoutfit, bevor ich Stream oder Video starte, damit man es nicht sieht. Oh Mann. Ja komm, scheiß drauf. Wir machen kurz eben. Gucken wir mal, ob wir Dateien reparieren können. Das freut mich, dass du jetzt mehr Geld zur Verfügung hast. Ja, das Geld kommt halt komplett in den Stream rein, ne? Kommt komplett in den Stream rein. So, verwalten. Eigenschaften. Ich suche nochmal Dateien auf Fehler. Ich meine, ich habe halt viel zu viel Geld. Meine Fixkosten aktuell so 300, 400 Euro. Selbst wenn ich ausziehen würde, 600. Ja, das ganze andere Geld kannst du nicht viel mitmachen. Außer in den Stream zu buddern. Lokaldateien, Installation. Auf Fehler überprüfen. Wir überprüfen die Dateien mal auf Fehler. Also ich verstehe, ich bin vielleicht auch zu blöd dafür oder ich bin zu sparsam, ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, wie es so viele Leute gibt, die sagen, sie haben zu wenig Geld. Ich verdiene auch nur minimal über Mindestlohn. Ich weiß trotzdem nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. Ich habe sogar meine Essenskosten hochgeschraubt. Ich esse ja eigentlich für so 50 Cent am Tag. Jetzt sind es 2, 3 Euro. Ah ja, 1, 2, aber trotzdem. Aber ich arbeite halt nicht mal Vollzeit, ne? Ich kann mir nächsten Monat wieder ein Abo holen. Diesen Monat ist kritisch mit... Okay, Sandy, dann bist du ja ein Sunny, dann bist du ja ein Beispiel dafür. Was machst du mit... Also, ich weiß ja, vielleicht arbeitest du nur 450-Euro-Job oder so. Aber ansonsten, was machst du mit deinem ganzen Geld? Wo geht das hin? Ich meine, ich habe das schon durchgerechnet für mich. Ich werd jedes Wochenende jetzt saufen gehen, damit das Geld irgendwie sinnvoll investiert ist. So, aber sonst wüsste ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. Hätte ich nicht Twitch als teures Hobby, wo ich Geld reinvestieren kann, wüsste ich auch nicht, wohin damit. Und wir haben mir das so überlegt, ein Drittel Fixkosten, ein Drittel ausgeben, ein Drittel sparen. Das auf Dauer, das ist mein Plan. Ich bin viermal die Woche jetzt arbeiten. Ja. Beziehungsweise arbeiten täglich, habe ja noch Twitch als Job, aber den festangestellten Job viermal die Woche. Saufen ist das Beste, ja. Okay, stimmt, ich habe vergessen, mit welcher Community ich rede. Ihr seid alles Säufer oder Kiffer. Da weiß ich, wo das Geld hingeht. Da habe ich so meine Ideen. Spieldateien werden überprüft. Sind bei 14%. Ach, Mann. Ach Mann. Ich arbeite Vollzeit, bei mir geht halt noch Miete und so ab. Noch mein Auto abbezahlen. Okay, ich bin halt Anti-Auto. Und Rest halt auch noch für Essen den ganzen Monat. Okay. Dann hast du vermutlich einfach teurere Mietkosten bei euch in der Gegend als bei uns. Oder halt ein sehr teures Auto. Oder du gibst sehr viel Geld für Essen aus. Eines davon wird es sein. Ich muss halt sagen, ich habe auch Glück, für Essen nicht so viel ausgeben zu müssen, aus verschiedenen Gründen. Beispielsweise haben wir auch einen Garten, wo wir teilweise selbst Essen anbauen. Jackpot. Später beim Haus von mir auch auf jeden Fall Garten dran. So, was sagen denn die Spieldateien? 24% überprüft. Überprüfen ein bisschen schneller, weil im Zweifel musst du es auch noch fixen, das wäre problematisch. Weil das sind 60 GB und um 13 Uhr gehe ich in New World mit Nacho und Co. So war doch 13 Uhr, glaube ich. Da wäre es praktisch, wenn es funktionieren würde.
Also ich kann ja mal vorrechnen. Ich hab da Beispielrechnung gemacht. Für. Ah, Miete ist sehr hoch, hab zu spät angefangen zu suchen. Weil es sind gestiegen. Okay. Gut, das wäre eine Erklärung. Ich habe geguckt, bei uns billigste Wohnung aktuell in der Umgebung wäre 320, glaube ich, warm. Dann habe ich Nebenkosten, Strom und so noch geguckt, was das ist. Also halt Heizkosten sind mit drin. Und bei Strom verbrauche ich tatsächlich nicht so viel, weil ich mir Solarmodul ans Fenster machen will, aber habe ich auch mal mit so. Sieht zu euch. Wie macht das? Ja, bin ich auch so Pi mal Daumen, nur ganz ungefähr 400 bis 450 gekommen. Dann noch Essen 50, also Luxus Life. Ich mache eine Beispielwohnung. Beispielwohnung. Okay, ich will jetzt nicht meinen Wohnort komplett leaken, deswegen. Perfekt, hat sich aufgehangen. Ich rede von kalt, ich rede von warm. Ich suche auch immer nach den warmen Mieten. Nie nach kalt. So was bringt es mir, die Kaltmiete zu wissen, wenn dann irgendwie Nebenkosten von 200 Euro draufkommen plötzlich. Ich habe euch jetzt nicht in Hamm geguckt. Ich gucke gerade als Beispiel in Herne, wo ich vielleicht gern hinziehen würde mal. Nähe Dortmund komme ich. Gleich geht's weiter. Perfekt. Jetzt hängt sich hier wirklich alles auf. So. Warmmiete. Gucken wir mal. 450 als Beispiel. So. Gerne hätten wir beispielsweise. Ist da irgendwas gerade geleakt von mir? Nehmen wir als Beispiel Herne. Ich habe geguckt, 450 warm und jetzt kamen ein paar Treffer raus. Ein paar mehr sogar. Hier, frisch renovierte Single-Wohnung. 290, da kommen aber meistens noch irgendwelche Kosten, die man nicht dann denkt. Mal sehen, die wird mir. Ich mag das Bad. Das sieht schon geil aus. Ja, Beispiel, Wohnung gefunden. Für ein Beispiel. Perfekt, jetzt hängt sich wieder alles auf. Mal gucken, sind irgendwelche versteckten Kosten? Nö. Bezüglich Heizkosten noch, okay, sagen wir 100 hat drauf. Ja. Passt. Mein Herrn ist ja direkt bei mir um die Ecke, das ist eine halbe Stunde Zugfahrt. Echt ein Stück von mir entfernt, komme aus Brandenburg über Berlin, okay. Ja, ich sag halt, und allgemein kann man sagen, also ich sag so, früher habe ich gesagt, für 150 kriegst du eigentlich immer was, wenn du keine Ansprüche hast, das stimmt nicht mehr. Aber für 300, 400 Euro findest du trotzdem in der Umgebung immer noch was, wenn du willst. So, gucken wir, wie sieht's mit New World aus? 48% der Daten sind überprüft. Also das ist halt wirklich gar kein Problem. Also letztens geguckt, von Herne aus könnte ich es immer noch morgens pünktlich zu meiner Arbeit schaffen, wenn ich um 3 Uhr aufstehe. Dann müsste ich aber halt dementsprechend früh ins Bett. Müsst mal duschen, glaube ich dir nicht. Spaß, viel Spaß an der Dusche. Scheiße, ich hab's verkackt. Warte, ignoriert, was ich gerade gesagt habe. Oh, Flebo, das mal duschen. Ohne mich. Das ist so ein Running Gag, das zu sagen. Immer, wenn jemand duschen geht. Und ich hab's gerade einfach vergessen. Schande über mein Haupt. Chapu. 53% bei New World. So ätzend. Was soll der Kotz-Emote? Was soll hier der Kotz-Emote? Hallo? Hätte ich mir den Rücken schrubben dürfen, da komme ich so scheiße dran. Da habe ich schön geile Pickel. Mal ein bisschen Freude bei dieser freudigen Erwartung. Bei mir ist alles so fucking teuer. Ja, da würde ich wegziehen an deiner Stelle. Wäre eine Idee. Sag immer,
Wenn die Leute zu viel für Miete bezahlen, zieh doch irgendwo hin, wo es billiger ist. Ich würde ja am liebsten auf Dauer in Sachsen-Anhalt wohnen. Da gibt es ein paar sehr schöne, billige Wohnungen. Aber dafür, das ist relativ abgelegen. Die Orte, die mir gefallen. Da würde ich mit so 150 wieder klarkommen. Aber dafür müsste Twitch und YouTube besser laufen. Einfach damit ich weiß, dass ich auch das fix hinkriege immer. Das ist aktuell auf keinen Fall so. Aber meine Arbeit... Dann kündigst du und suchst dir neue Arbeit. Bessere Arbeit. Gute Arbeit. Ich sag ja, ich hab jetzt, guck mich an, ich bin fetter, hässlicher Sack und ich habe einen Job für Mindestlohn bekommen. Und ich habe wie lange gesucht? Eine Woche? Eine Woche, ein paar Bewerbungen schreiben. Zack, hatte ich Arbeit. Arbeit finden ist nicht schwer. Ist einfach. Und ich verdiene sogar ein paar Cent über Mindestlohn. Obwohl, wie hoch ist Mindestlohn? Ich weiß, wie viel ich verdiene. Ich weiß noch nicht, wie hoch der Mindestlohn ist gerade. Wie hoch ist gerade der Mindestlohn? Okay, im Internet steht es 12 Euro. Ja, verdiene ich ein bisschen über Mindestlohn. Prozent überprüft. Bin auch fett und hässlich. Willkommen im Team! Ah, und sogar ich habe Arbeit bekommen. Alter, dann, da krieg ich mehr. Dann zieh weg. Komm her, zieh hier runter. Lass Kollegen werden. Oh Mann. Also ich glaube, ich mache langsam die beste Werbung für Wohnen in Hamm und Umgebung. Alle sagen immer, Miete so teuer. Ich sage, ja, nee. Nö. Sieht mit her. Ich dachte, ja, würde ich bei meiner Mutter ausziehen. Das würde nicht so einen großen Unterschied machen. Ich würde 100 Euro mehr im Monat vielleicht zahlen. Na gut, und GEZ noch und sowas. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so ein extremer Unterschied finanziell, ob ich hier lebe oder nicht. Jetzt hatte ich halt nur die Vorteile. Ich muss die Post nicht selber reinholen und so. Das wird für mich gemacht. Klar, gerne. Gebe in 2 Jahren circa zum Bund. Wollte ich auch mal. Die wollten mich nicht. Ich bin zu fett und zu hässlich. Nee, zu ungesund. Fitness-Test nicht bestanden. Eieiei. Ich soll mal sagen, also der Fitness-Test beim Bund ist heutzutage so einfach. Ich will gar nicht wissen, wie der früher war. Eine Stelle angeboten bekommen. Bei deinem Kollegen, okay. 82%. 83% der Daten überprüft, das ist belastend. Ich kann sagen, ich verdiene 13 Euro die Stunde. Ja. Also mehr als 12,50. Ich sag so, wäre ich nicht so fett und hässlich, wird die Arbeit nicht sehr schwer sein. Da ich fett und hässlich bin, dann ist es hauptsächlich, glaube ich, weil ich verletzt bin. Ich habe es direkt am ersten Tag geschafft, die Schuhe scheiße zu binden und habe mir an der Ferse hinten eine Blase zugezogen, die abgerissen ist, was sich entzündet hat, was sich ausgebreitet hat über den halben Fuß. Und das ist gerade langsam am Abheilen, aber deswegen humpel ich ein bisschen. Ja. Ich glaube, ich muss mal mit meinem Chef reden. Ja, ich sag so, ich bin unqualifiziert als fuck und ich krieg die 13 Euro Einstiegsgehalt. Ah, was ab, bis ich befördert werde? Ah, hoffentlich nicht, ich hab gar keinen Bock auf Verantwortung. Fällt mir ein, wo ist mein Arbeitsvertrag? Der lag eigentlich auf dem Tisch. Ich habe meinen Arbeitsvertrag verschlammt. Oh Mann, bester Angestellte EU-West. Was kommt drauf an, wie lange du in der Woche arbeitest? Nö, ich hätte auch 40 Stunden Wochen machen können, wenn ich gewollt hätte. Kann ich mich sogar hochstufen lassen. Ich wollte nur weniger, damit ich mehr Zeit habe für Twitch und Co. Ich hätte auch 3 Tage die Woche machen können.
Da hat aber meine Gierkröte in mir gesagt, so, nein, du machst mindestens 4. Dann kriegst du YouTube und so noch hin und es gibt mehr Geld. Sonst hätte ich am Ende nur etwas unter 1000 auf dem Konto gehabt. Hätte auch easy gereicht, aber ich will mehr. Ich will mehr. So. Okay, New World hat alles überprüft und installiert jetzt 8 Stunden etwas. Nee. Du installierst ja. Irgendwelche Dateien werden verschoben. Okay, 41 Minuten, das klingt schon besser, aber in 9 Minuten startet New World mit Nacho und Co. 1 Stunde, komm schon. Ah, 30 Sekunden. Hallo. Man hört dich bei mir nicht, aber das muss man ja auch nicht. Wie geht's? Boah. Wir reden gerade über meinen neuen Job und dass New World bei mir verbuggt ist. Weswegen ich ja... Wenn ich die Daten überprüfen musste. Jetzt dauert noch 3 Minuten, 28 Sekunden, 26 Sekunden. Ich bleib optimistisch, dass es gleich funktioniert. Aber es lief erst ganz normal ein paar Minuten, dann bin ich rausgekickt worden, musste das Spiel neu starten, dann wieder ein paar Minuten normal, dann wieder rausgekickt. Weil er irgendwelche fehlerhaften Dateien findet, mit denen ich dann nicht spielen darf. Ja. Ich stell mir vor, gleich haben alle das Problem und ich bin der Einzige, bei dem es läuft. Hätte gerade mit meinem Chat über Arbeit, dass ich einfach mehr verdiene als die, wo ich absolut unqualifiziert in meinem neuen Job bin und nur 4 Tage die Woche arbeite. Ja. Naja, ich bin eingestellt. Also ich nehme mal an, okay. Ich nehme an, okay. Muss morgen wieder arbeiten. Ah, nix auf Dauer für mich. Aber gut, das ist nichts in Angestelltenverhältnis. Ich glaube, ich bin viel zu gerne selber Chef. Ich hätte meinen Vorgesetzten am liebsten auch schon 500 Mal gesagt, was sie alles falsch machen, dass ich es besser könnte. Antwort von einem Kollegen, soll ich mich befördern lassen? Ich so, nö, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich wollte halt einfach einen stumpfsinnigen, einfachen Job, der nicht viel Qualifikation braucht. Und das ist er. Ich mache stumpfsinnige Arbeit. Und das für mehr als die Leute in meinem Chat. Kriege 1,7k, kriegst du mehr oder weniger. Müsste bei mir tatsächlich genauso um den Dreh sein. Mit meiner 4-Stunden-Woche kriege ich auch ungefähr 1,6, 1,7 raus. So, New World müsste jetzt theoretisch starten, beziehungsweise spielbar sein. Ich bleib optimistisch. So, und sobald der New World Screen an ist, schalte ich auch die Szene um, dann hört man auch, wer mit mir im Discord ist gerade. Ja, bei mir war auch irgendwas vorhin nicht am Funzen, der Feuerstein war zurückgesetzt. Ich sag ja, New World bisschen verbuggt heute. Hoffentlich jetzt funktioniert. Wenn du gleich auch rausgekickt wirst, kriegst du es hoffentlich gefixt. Ja, vielleicht erst auch erst heute, wer weiß. Haben wir irgendwas geändert, was da nicht ganz funzt. Kann doch nicht wahr sein, dass die Chefs tauschen. Ey, das Major, arbeitest du nicht auch schon ewig in deiner Firma? Wie kann es wirklich sein, dass ich mehr verdiene als du, wenn ich in meinem Job komplett neu bin? Manager, willst du noch was Trauriges wissen? Ich arbeite auch noch über eine Zeitarbeitsfirma, das heißt, ich krieg sogar noch mehr Geld, weniger Geld als die Normalangestellten bei uns. Mann, jetzt weiß ich nicht, was ich geskillt hatte bei meinem. Jetzt hört man dich übrigens auch bei mir. Nur als Info. Hallo. Nichts Schlimmes sagen. Okay. Meinung ist immer ganz gemein. Ich bin richtig nett. Ich bin der netteste der Welt. So. Wie war New World letzte Woche ohne mich? Ich war nicht dabei. Ah. Stimmt, ich glaube, die haben die, waren, die Madu haben zusammen nur gespielt, genau. Ich
glaube, ich werde einfach obdachlos. Die verdienen sogar mehr als ich. Noch armer Chat. Also, so viel verdiene ich halt echt nicht. Es sind halt 13 Euro die Stunde. Das ist ein bisschen über Mindestlohn. Ist jetzt nichts, worauf man eifersüchtig sein muss. Dafür habe ich echt scheiß Zeiten, weil ich wirklich 4 Uhr aufstehen muss, damit ich pünktlich zur Arbeit komme. Was jetzt nicht so mein Favorite ist. Da habe ich meinen alten Job geliebt, der war wirklich 10 Minuten von zu Hause entfernt. Da konnte ich 2 Sekunden vorher aufstehen, losrennen. Ja, bei mir ist es derzeit so. 15 Minuten von meiner Arbeit. Da würde ich zu meinem Job laufen wollen, da hatte ich erst das Problem. Aber der Busfahrer ist nett, der lässt mich schwarz fahren jeden Morgen. Ehrenmann. Ja, zu Fuß würde ich ungefähr so 3 Stunden brauchen. Das wäre blöd. Weil ich habe einen Job, wo ich eh viel laufe. Ich laufe sowieso so 30.000, 40.000 Schritte am Tag auf Arbeit. Da würden die paar Schritte jetzt auch keinen Unterschied machen. Was machst du? Ganz genau will ich es nicht sagen, weil ich aktuell viele Trolle im Chat habe. Keine Lust, dass sie es rausfinden. Okay. Aber ich arbeite in einem Lager. Ah, okay. Also ich sage ja wirklich einfache, stumpfsinnige Arbeit. Ja, ja, ja. Ich würde ja sagen körperliche Arbeit, aber das meiste ist mit irgendwelchen elektrischen Ameisen oder so. Wobei, der einzige ist, wir haben da so Stempeldinger quasi, die einem sagen, wie schnell man ist und wie schnell man sein soll. Das einzige, wo ich wirklich im Zeitplan immer liege, ist, wenn es wirklich körperlich anstrengende Arbeit ist. Bei allem anderen bin ich zu langsam. Also wenn es zum Beispiel ist, so hier dieses 50-Ding, da schleppst du jetzt bitte einmal durch die halbe Halle. Da bin ich schneller, als ich sein sollte. Okay. Wenn es sowas ist, trag 300 kleine Sachen hin und her, dann bin ich langsamer. Meine Theorie ist, ich bin im Bücken zu langsam und dafür habe ich kein Problem mit schweren Lasten. Ich bin selber eine schwere Last, die schleppe ich eh schon mit mir rum. 50 Kilo in meinen Armen ist jetzt, wenn man zum Beispiel vergleicht, ich habe eine Kollegin, die ist so 1,60 groß, sehr dünn. Ich glaube, für die ist nochmal was anderes, 50 Kilo durch die Gegend zu schleppen, als wenn ich es mache. Jo, denke ich aber auch. Aber noch ein Nachteil, unser gesamtes Computersystem ist auf Englisch und ich hatte in Englisch eine 4 oder eine 5 immer. Dann stehe ich da immer so, am besten morgens, wenn ich reinkomme und ich einstellen will, was ich heute mache. Und ich stehe dann da so vor diesem Ding so, okay, was mache ich eigentlich gerade? Am ersten Tag habe ich zum Beispiel geschafft, fast eine Stunde am Anfang in der Pause zu sein, weil ich mich für das Falsche entschieden habe. Okay. Mittlerweile lasse ich mal den Vorgesetzten kurz drüber gucken, so ist das richtig, was ich mache. Bis ich die ganzen Wörter endlich gelernt habe. Aber ich weiß mittlerweile, Break bedeutet, dass ich jetzt in der Pause bin. Ja. Das darf also nicht blinken. Alles andere ist okay. Alles andere wird bezahlt. Alles andere kann von mir aus auch falsch sein. So, in einer Minute ist 13 Uhr. Mein Spiel lädt gerade. Ich erfahre gleich irgendwann, ob es funktioniert. Ja, der Harry ist auch schon drin im Spiel. Aber das Gute ist, das Ausgelastetsein tut mir gut. Heute zum Beispiel ist nur Streamen auf dem Plan. Und ich merke, dass ich K.O. bin im Vergleich zu sonst. So, aber wenn ich von der Arbeit komme, dann weiß ich, ich muss jetzt noch 3 Stunden YouTube-Videos aufnehmen und das und das und das machen. Dann fühle ich mich richtig fit. Also wenig Zeit haben tut mir gut auf jeden Fall. Weiß, vielleicht einfach für mein Seelenheil. Auch wenn mir das nicht so gefällt, da vielleicht auf Dauer. Mir trotzdem irgendeinen anderen kleinen Nebenjob suchen, damit ich was zu tun habe. Irgendwas findet sich bestimmt immer. Oder ein Hobby. Ein Hobby wäre auch mal wieder was. Wobei ich mir jetzt von meinem ersten Gehalt ein Hobby gönnen will. Ich will mir nämlich so Solarpanels kaufen für mein Fenster. Zusammen mit einer Solarpowerstation. Und dann so Pflanzenlampen kaufen. Und dann in meinem Zimmer Sachen anbauen. Wird cool dann. Ja. Mein erster Gedanke, als ich die Bestellliste fertig gemacht habe bei Amazon, so, die denken doch alle, ich baue hier Drogen an. Und ich sag so, sobald es legal ist, wird das bestimmt auch den Weg in mein Gemüsebeet finden. Servus. Hallihallo. Hi. Freut mich, Sunny.
okay, bis jetzt funktioniert New World. Wenn ich gleich rausgekickt werde, sage ich einfach Nacho so, nö, haut keinen Bock. Ich gehe jetzt weinen. Auf Wiedersehen. Warum wirst du rausgekickt? Irgendwelche fehlerhaften Dateien oder so, ich weiß nicht. Ich habe einmal auf Fehler überprüft jetzt und hoffe, dass ich jetzt drin bleibe. Weil vorhin wurde ich wegen irgendwelchen verdächtigen Dateien alle paar Minuten rausgekickt vom Spiel. Klassischer Geldcheat. Ja, genau das habe ich gemacht. Dafür bin ich ja bekannt, für die Geldschiebung. Mhm. Oh, komm noch mal rein. Bin mir ein bisschen am Shoppen für meine Taschen. Auch mehr grobes Leder. Das sage ich jetzt auch nur laut, weil ich ein scheiß Gedächtnis habe und mir das sonst die 3 Sekunden nicht merken könnte bis zum Shop. Nacho noch mit Kata am Quatschen oder schon bei New World? Hab's ja gerade nicht offen. Also nicht groß. Kurz nicht da. Ah. Aber schon raus aus Raft. So. Ich habe mal eine Frage. Bin ja im Arbeitsleben immer eher so. Ich hatte tatsächlich mal einen Angestellten ganz kurz, aber ich war noch nie Angestellter. Wenn ich mir auf Arbeit eine Blase laufe, ja, die dabei aufreißt, sich entzündet und sich entzündet, ich so leicht Fieber kriege und die Entzündung sich ausbreitet, ist aber wieder abheilt. Ist das ein Arbeitsunfall, theoretisch? Oder ist das einfach eigene Dummheit? Gute Frage. Könnte ich dir so jetzt auch nicht beantworten. Das ist doch schon ein relativ spezieller Fall. Also ich würde es jetzt nicht als Arbeitsunfall einstufen, weil theoretisch ist jetzt die Frage, ja, hast du die jetzt wirklich auf der Arbeit gelaufen oder hast du die auf dem Weg zur Arbeit gelaufen oder... Wenn du meine Arbeitsstiefel gesehen hättest, wüsstest du, dass ich mir die auf der Arbeit gelaufen habe. Ja, okay. Ah, die Dinger sind ätzend. Also sind eigentlich geil, aber ja. Suboptimal zum Einlaufen. So. Ich grüße dich in Weisheit und gegenseitigem Respekt. Hallo. Hi. Hallo. Ist die Partycrasherin. Wir waren gerade alle still. Die Mama ist da, Hausparty vorbei. Die Mama ist da. Ich weiß auch nicht, warum ich dich gerade Mama genannt habe. Wow. Keine Ahnung, ich finde, Omi hat irgendwie weniger komische Vibes. Bleiben wir bitte dabei. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich freue mich sau, dass wir heute spielen. Ich würde euch gerade noch mal ein Live ziehen, okay? Immer. Jo. Bis gleich hier. Jo. Bis gleich. Nice. Madu. Hallo. Ich habe gar nicht was zwischen den Zähnen. Eklig. Da war's, ne? Komm mal ein bisschen näher ran, ich seh's. Ja, ist was. Ja, ich kann versuchen, noch ein bisschen mehr Bananenbrot da durchzustecken. Ansonsten kann das die Challenge Stream sein. Okay. Schafft es die Streamerin in dem 12-Stunden-Stream, sich das da irgendwie rauszuholen. Cool. Danke für das tolle Gespräch an der Stelle. Gute Einleitungen sind wichtig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da fand ich mein Blasengespräch weniger unangenehm. Am Fuß, die Blasen. Ah, okay. Ganz kurz, wer spielt da im Hintergrund? Cookie-Clicker oder was wird da so wild durchgeklickt? Ich weiß es nicht. Irgendjemand war so Dauerfeuer gerade. Klick, 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 klick. Ich hab's aber nicht gesehen, so? Wer. Ja. Ich habe Inventar geleert. Ah, bis Glück. Aber gut, dass man das hört. Dann muss ich Mikrofon neu einstellen. Letztens rumgespielt. Mhm. Streamst du gerade Meinungen? Klar. Okay, dann verlinke ich dich. Irgendwann muss ich das ja auch mal schaffen.
Umar, streamst du auch gerade? Nein. Okay. Du streamst? Ja. Warum sagt mir sowas keiner? Aber ab und an mal jetzt gerade ein bisschen weniger zeitlich wegen Fasten, Training und komme ich gerade gar nicht dazu. Aber vielleicht jetzt habe ich 2 Wochen Urlaub. Vielleicht jetzt mal auf das. Hört man mich gut? Okay, schreib in den Titel jetzt New World mit unter anderem Meinung, TV und anderen tollen Leuten. Ja, also ich habe dich getaggt. Die anderen habe ich jetzt nicht getaggt. Ist okay, oder? Jojo, okay. Ich meine, dich drin stehen. Madu, wir warten alle auf dich, dass du anfängst mit Stream, weil du halt eh schon das hammermäßige Equipment dafür hast, aber wir können uns noch ein bisschen gedulden. Und du hast die besten Connections schon. Geduld ist wichtig bei sowas. Geduld ist eine Tugend. Genau. Marcel schreibt schon, Madu streamt, Traum. I'm sorry, es tut Druck mir leid. Wächst. Aber schön, wie wir jeden Anfang, jedes Mal, wenn es da drum geht, immer wieder auf das Thema kommen. Es gab heute die Idee im Stream, wenn wir irgendwann fertig sind mit New World und es einfach nicht mehr fühlen, Landwirtschaftssimulator. Von Krümel. Krümel hat Ahnung. Ja. Krümel hat Ideen. Das wird wild, ja. Fällt mir ein, Madu. Wie fändet ihr das? Das wäre wild. Nichts gegen, aber fällt mir nicht ein, Madu, warte ich nicht sowieso schon seit 3 Monaten auf eine Antwort von dir, wann wir wieder Farming Simulator spielen? Ah. Ja, kann ich es einfach gepflegt umgehen, das Thema? Funny. Hey, Sashiko ist da. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Hoffe, dir geht's gut. Ja, das wäre ja dann vielleicht eine Idee, weil ich mag die Konstellation voll. Also, Umar auch super gerne mit dir, ne? Ich weiß, aber es ist immer so ein Zeitding. Ja, ist gut. Bei mir weißt du ja, wenn ich kann, dann komme ich dazu. Na, freue ich mich. Jo. Also, ich habe halt noch keinen Landwirtschaftssimulator, aber daran soll es nicht scheitern. Also, ich könnte mir das sauer vorstellen mit euch. Ich hatte den auch nicht. Er wurde mir einfach gekauft. Er wurde dir gegeben. Dinge passieren. Oh. Ich habe so viele Spiele, die mir Zuschauer gekauft haben, die ich eigentlich noch spielen muss. Mhm. So. Sollen sie mir lieber Donations geben? Weil das klingt so abgehoben. Hallo. Hallo. Voilà. Was ein Outfit, ey. Oh Mann, ich mach das immer falsch. Ach, und danke, dass ihr euch auch heute die Zeit nehmt, auch wenn es nicht so krass lange ist heute. Aber ich wollte halt super gerne mit euch spielen, damit es halt, ja, also ich freue mich einfach sehr, dass ihr da die Zeit findet, auch einfach für so eine kleine Runde. Ich habe mir jetzt bei meinem Arbeitsplan den ganzen Monat montags freigenommen, also passt. Danke. Abgesehen von nachher noch kurz Umzug helfen etwas. Aber no way. Hänge ich heute eh in einem 12-Stunden-Stream fest, also von dem her. Choices. Nee, wir haben den Großteil am Samstag gemacht, aber noch 1, 2, 3 Kisten. Oh Mann, okay. Dann drücke ich die Daumen, dass es nicht so viel ist. Aber schön, dass ihr am Samstag schon so fleißig wart. Wow. Ja. Kevin soll selber tragen, der faule Sack. Grüße. Also guten, erfolgreichen Umzug. Wie cool ist das denn? Ich habe noch voll den creepy Screen gerade. Okay, ich bin drin. Bin drin, Leute. Gott. Ich bin drin. Ich habe gerade ewig gebraucht, um die Nachricht von Krümel zu checken, weil ich einen Buchstaben falsch gelesen habe. Krümel wieder da. Let's go, Krümel ist wieder da. Ja, okay, wenn man den falsch liest, ist die Nachricht schwierig. Oh. Ich muss mir Mühe geben, zu denken wie ihr, aber ich schaff's, glaube ich, nicht. Ich bin, glaube ich, einfach zu, wie heißt es? Zweideutig? Nee, ich glaube, ihr seid da eher zweideutig. Nee, ja. Ist tatsächlich nicht unbedingt was Zweideutiges, es ist eher ein Verleser. Okay. Grüße, mir schön, dass du auch wieder da bist.
Unschuldig, unschuldig, genau. Danke. Mhm. In den meisten Momenten, wo irgendwas Zweideutiges ist, weißt du das vor mir. Also unschuldig ja, würde ich es nicht sehen. Aber in dem Fall war ich unschuldig. Und dieses Jipp das eine Mal, da bin ich mal traumatisiert von und nicht drüber hinweg. Reden wir nicht drüber. Da gab es mal Memes drüber sogar. Make it Meme ist wirklich was, das sollte man nicht spielen, wenn man nicht safe ist mit sich selbst. Oh Gott. Was denkst du, warum ich das nie hier on stream spiele? Ich habe jetzt überall was zwischen den Zähnen. Naja, darum soll es nicht gehen, sondern ich freue mich, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ich bin tatsächlich schon Level 59, also Road to 60, und die will ich auf jeden Fall noch schaffen. Als nächste Hauptquest wird mir gezeigt, halt, begib dich auf die Expedition Herz des Sturmwinds und fordere Kapitänin Isabella heraus. Ich weiß halt nicht, ob das Richtige ist, wenn man nur ein Stündchen spielen will. Also ich habe die gleiche und die ist auch für Level 60 als Angabe. Also ah, dann ich glaub, die sollte auch gar nicht so einfach. Perfekt, dann machen wir noch ein bisschen Hausaufgaben. Einfach nochmal eine Runde Syndicators. Warum nicht? Welches Gebiet? Wir sind gerade... eine Gruppe wäre ganz nett, ne? Sind in Edenhain. Ich kann mal eine Gruppe erstellen. Komm okay. In die Gruppe, komm in die Gruppe, komm in die Gruppe. Scheiße, mit F1 hab ich so gelegt, dass meine YouTube-Aufnahmen starten. Ist gerade was... Ah, stimmt, mit F1 nimmt man auch die Freundschaftsanfrage an. Wieder gekichert. Ach, nichts, ich habe Privatnachrichten gelesen. Ah. Nett. Cool. So, ihr eiert da oben alle rum. Treffen wir uns dann bei dem Außenposten in. Wo Harry ist? Eldenhain? Edenhain? Jo. Ja, Außenposten. Und wie war Raft noch mit Cutter? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank der Nachfrage. Ich mag Raft sehr. Und mit Cutter aber Raft ist super ein super sweetes Game. Das Original fand ich immer noch besser. Das war einfacher, weniger kompliziert. Und ich fand die Grafik ansprechender. Okay. Auf dem rechten Bildschirm war es ein super sweetes Game, ja. Wir waren rechts. Farming Simulator, Nacho. Ah, let's go. Ich habe jetzt auch so gefragt, so, wer war rechts? Ich weiß nicht, in Games, ich liebe das so, auch Minecraft. Ich mag das so sehr, eine Farm zu bauen, irgendwie eine Bäckerei, wo man auf den Knopf drückt und dann kommen da Brote rausgeschossen. Das ist so mein Vibe. Ich horte auch gerne. Ich mache auch aus allem den Kapitalismus-Simulator. Stimmt, wie hier auch, ne? Mit deinem Taschenimperium. Taschenimperium. Heute auch wieder ein paar fertig gemacht und zum Verkauf reingestellt. Gut. Krümel sagt, ich werde mich verlieren im Farming Sim. Wahrscheinlich. Ja, Farming Sim bin ich immer mit meinen Gewächshäusern beschäftigt. Und der Rest, der wird dann von den Arbeitern gemacht, die ich für Mindestlohn ausbeute. Aua. Wenn ich mit Meinung zusammenspiele, übernehme ich diesen Port. Das ist ein Untermindestlohn. Das ist ohne Geld, ja. Aua, einfach, aua. So, da lang muss ich. Ja. Also ich habe schon meine Syndicator-Quests abgeholt. Bei mir ist die Syndicatorin. Nein, nee, doch nicht. Wenn wir an einem Strang ziehen, können wir tatsächlich laufen die auch schon bei mir. Ja, Elite, mach mal weg. Na ja, sehr gut. Das war auch unser Vibe beim letzten Mal. Elite? Nein, ohne uns. Okay, ich hab hier. An die Hashtag FreeMud. Oh, es gibt wieder saisonbedingte Sachen. Echt? Ja, die haben ja einen Battle Pass reingehauen. Ja, hab ich gesehen, fand ich kacke. Wodurch habe ich jetzt ein Level Up bekommen? Wir haben einen Battle Pass in-game? Ja, ja. Durch Anwesenheit kriegst du schon Punkte. Mit F9 siehst du das dann. How much? 20.
Das Wissen. Übliche. Battle Schau. Pass. Was? Ich kenne die immer so für 10? Nö. Ja, wobei. Nee, ich denke, neuerdings sind viele Sachen auf 20 ich weiß, Euro. Fortnite hoch. Hat mal 4,99 gekostet vor langer genau. Zeit. Das. Nee, das war Krass. Immer schon 10er. Der von Amazon. Also seit Season 2 mindestens war Fortnite immer nur 10er. Ich weiß nicht, ich hab Fortnite aufgehört zu spielen, kurz nachdem der Battle Royale rauskam. Ah, okay. Ich finde Rettet die Welt immer noch am besten. Fortnite. Ja, gut. Jemand, der Level 2500 ist bei Fortnite. Wobei ich hatte mal ein Fortnite-Placement, da habe ich es nochmal gespielt, aber danach dann auch wieder nicht mehr. Ja. Ich hab Bock auf Fortnite. Ich habe schon überlegt, letzte Woche wollte ich ja, also ein paar waren verhindert, habe ich Madu gefragt, ob er mit mir einfach New World spielt. Aber ich wollte auch schon kurz fragen, ob er mit mir auch Fortnite spielen würde. Da musst du vorher nach Placements suchen, die lohnen sich voll. Da kriegst du pro Neuanmeldung, der Level 10 erreicht oder so, was nicht schwer ist, ja. $8. Habe ich gehört. Mhm. Nicht, dass ich solche Placements gehabt hätte von einem Spiel, was ich kacke finde. Ganz kurz, habt ihr alle was angenommen? Ja. Elite, wo steht das denn mit Elite dann eigentlich? Das steht dann immer in Klammern. Na schon, nee, dann kann ich einfach annehmen. So. Okay. Ich würde quasi so links hier das Gasthof? Rum loslaufen. Gibt's hier Stimmt, Gasthof? Gas könnten wir nehmen, ja, hier damit. Ja, ja, auch eben annehmen. Ah, da. Also. Du kommst genau ich hab, boah, da oben was. Die Blätter sind jetzt und da unten so und ich hab einen Verderbnisausbruch. Könntest einen neuen Holy-Werbeslogan übrigens auch machen. So. Der wäre? Müssen Sie zur Arbeit um 4 Uhr morgens und sind erst um 3 Uhr eingeschlafen? Mit Holy überleben Sie wenigstens. Du? Ja, ich bin ganz gespannt von dir gleich zu erfahren, wie die Arbeit so ist. Aber ich würde vielleicht erstmal, dass wir uns auf eine Route einigen, damit unser Navi... Ja, ich laufe Stopper hinterher, guck mal, der läuft schon. Unser Navi ist schon hier am Rennen. Oh Gott, also meine Quests sind alle um die Stadt herum hier und im Außenposten. Ach ja. So leicht links nach oben laufen. Okay. Ich spiele eindeutig zu viele Spiele. Ich habe gerade 3 verschiedene Tasten drücken müssen, bis ich Autorun gefunden habe. Ah ja. Ich laufe gerade 3 Mal im Kreis, damit es hier wohin läuft. So. Ich habe noch meine Hintergrundmusik an. Ich muss sagen, ich mag den Vibe. Ich auch. Nacho-Stream immer ohne Ton. Aber es ist noch nie aufgefallen. Dann ist ja gut, dann meinst du richtig. Ja. Oh, ich bin voll in den Lux rein. Voll an den Popo gedotzt. Das tut mir aber leid. Nacho, was kostest du denn heute? Danke der Nachfrage. Schon im Chat. Ich hab's gelesen, aber danke dir, dass du es aufgreifst. Danke, weil du weißt, ich struggle immer so. Okay, wann kann ich was aus dem Chat vorlesen? Ihr statt eine Facecam? Ja, ja. Wir machen vegetarischen Braten und so eine selbstgemachte Soße. Und es ist Also, ich weiß nicht, ich finde, das ist halt so voll das festliche Essen. Vegetarischer Braten noch nie gemacht. Das ist Gemüse, es pumpen wir zusammen, dann machen wir das in den Ofen. Ich bin so gespannt. Und dazu machen wir eine Soße auch selbst. Und die dauert auch voll lange. Man muss Gemüse so voll lange anbraten und dann muss es so voll lange drin köcheln und so. Also gut, dass es ein 12-Stunden-Stream ist heute. So ein Essen, wo man während dem Essen machen viel isst. Ey, es ist halt wirklich so. Es ist wirklich so. Hannes hat mich schon gefragt, ja, soll ich für dich mitessen irgendwie planen oder so? Ich so, nee, ich mach doch einen Kochstream. Er so, ja, was dauert ja schon noch eine Weile. Also du hast doch bestimmt jetzt Hunger. Oh. Meine Aufgabe ist hier, besiege Thaddäus. Also wir müssen irgendwo Thaddäus suchen und dann müssen wir den besiegen. Thaddäus. Ich mag Thaddäus. Mhm. Ich habe ihn auch mit Fett an die Wand gemalt. Mhm. Ich habe ein Thaddäus-T-Shirt. Let's go! Thaddäus ist ja auch der coolste. Er ist so ein bisschen Spirit Animal, kann ich verstehen. Ich kann den sehr verstehen. Na, jetzt wo ich wieder irgendwo angestellt bin, verstehe ich Thaddäus viel mehr. Magst du mal erzählen von deiner Arbeit? Ja, ist halt Angestellten, anstrengend, nervig. Ich find's okay. Ist eine stumpfsinnige Arbeit, genau das, was ich wollte. Okay. Hätte ich mir was Besseres gesucht. Bin fertig hier übrigens. Schöner Hammer. Das geht, aber ist okay. Und vor allem, ich liebe dieses Ausgelastetsein wieder. Mhm. So, also die Arbeit an sich nicht, das sind nur 32 Stunden.
Aber zusammen mit YouTube und so komme ich auf 80 Stunden Woche. Das ist dann wieder schön. Ja, du hast ja gesagt, das hättest du gerne, ne? Ja. Und halt fixes Geld haben ist schön, kann ich alles schön in YouTube stecken. Mhm. Und in Twitch. Naja, nicht alles. Ich habe mir auf Dauer will ich machen, 400 Euro sind meine Fixkosten. 400 Euro für YouTube und Twitch ausgeben jeden Monat und 400 sparen. Okay. Ich komme auch gleich wieder. Ich habe aus irgendeinem Grund dachte ich mir, ist eine gute Idee, wenn er mich schon angreift, zurückzukämpfen. Aber jetzt renne ich einfach an allen vorbei. Ich schlafe mit meinem Buddy. Sagst du, was du so ungefähr machst? Lagerarbeit. Nicht? Okay. Also auch körperlich. Ein bisschen. Okay. Viel elektrisch. Ah, okay. Ey, aber cool, dass du das gefunden hast. Auch relativ flott, ne? Ja, war auch nicht wirklich schwer, da genommen zu werden. An dem Tag, wo ich angestellt wurde, wurden eigentlich alle genommen, bis auf einen älteren Mann. Was ich schade fand, weil der hat mir ein gutes Gefühl gegeben, der war beim Treppenlaufen mehr am Schnaufen als ich. Da hatte ich so dieses gute Gefühl, so okay, ich bin nicht der Schlimmste. Ja. Ah. Sind alle. Gute Frage, wo bist du? Ich bin woanders abgebogen, gell? Nein, hier weiter, hier hoch. Lauf einfach scharf links durch. Ah, ja. Danke, vielen Dank. Das ist ein Leuchtfeuer. Danke. Micha hat sich angeboten, wenn du überschüssiges Geld hast. Danke. Würde Micha annehmen. Mein Mann schnauft ein wenig. Egal, alte Männer. Also alt für die Verhältnisse da. Ich bin schon oberes Alterfeld bei den Kollegen gefühlt. Also. So wie alt war? 31 oder was? Oh Gott! Aua! Könnte hinhauen! Irgendwas zwischen 30 und 40. Wow. For real? Ja. Das ist doch kein älterer Herr. Älter als ich? Das ist die junge Generation. Alles, was über 20 ist, ist alt. Und ein Schulkollege von mir hat am den Tag auch angefangen. Dort auch? Ja, war erstmal cool. Da haben wir die ganze Zeit gesessen und über irgendeine Scheiße gelacht. Alle voll ernst. Hier sitzt. Das ist ja cool, dass ihr euch da gefunden habt. Wodurch kriege ich die ganze Zeit 1600 XP? Von wieder? Ich krieg gar kein XP mehr. Fightet irgendjemand? Nö. Nein. Aber 1600 ist doch voll viel. Das geht, ist ein fetter Baum. Fetter Baum, I wouldn't know. Ich kann die nie fällen. Ich habe gerade zweimal hintereinander 1600 bekommen. Aua. Ich sehe es kommen, wenn Nacho volles Level hat, machen wir mit Nacho erstmal hier ein bisschen Farming Simulator in New World. Ja, oder halt wirklich Farming Simulator. Ist halt die Frage, wie lange wir New World spielen wollen. Ach, die richtet sich ganz nach dir. Ich kann an New World ewig Spaß haben. Okay, ich find's auch schon krass, dass wir überhaupt so lange spielen. Bezogen auf nebenbei irgendwie Daddeln und Chat-Interaktion ist halt Farming Simulator schon entspannter. Ui, das wäre cool. Kommt drauf an, ich sehe mich so als euren Vorgesetzten und ich ermutige euch, produktiv zu arbeiten mit netten Worten. Ich weiß jetzt nicht, ob das so entspannt ist. Hold up a minute. Machen wir dann eine Farm zusammen oder kann ich meine eigene machen? Weil ich will nicht für Meinung arbeiten müssen im Farming-Sim. Das finde ich jetzt ein bisschen gemein. Das, was du anbauen willst, dann mache ich genau das andere. Weiß ich gar nicht, ob man da... Ich glaube, man kann auf jeden Fall mehrere Farben einstellen, oder? Boah, die Einstellungen habe ich nie ganz gescheckt. Musst du Stoffer fragen, der hat da mehr Ahnung von als ich. Let's go. Wegen eigener Farm jetzt, oder was? Ja, also man kann grundsätzlich eine eigene Farm machen. Aber es macht wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man zusammen auf der Farm ist. Ja, man theoretisch kann eine Map nehmen und jeder kann sich einen Hof gründen sozusagen. Und hat dann sein eigenes Startkapital, so klassisch. Jeder hat seine Farbe und seine Felder dann und sowas. Frage ist, wenn wir das mit so vielen Leuten spielen, sollen wir dann einen Server mieten oder soll das irgendwer hosten? Wir sind doch drei. Das ist viel. Kann man das nicht einfach machen? Jemand joint wo? Doch, das geht, aber... Ich glaube, das ist wieder wie bei Raft, dass einer das Local dann speichert. Ja.
Ja. Ja. Ich dachte nur wegen Lex oder so vielleicht. Ich weiß nicht. Schöner Helm-Tango. Okay. Aber cool. Dann haben wir schon mal eine Idee, aber jetzt enjoy ich erstmal hier in New World mit euch. In ein oder anderen New World. Ist die Hauptquest irgendwann vorbei eigentlich? Naja, sie hat eine Story, also ich nehme mal an, ja. Wäre zumindest logisch. Ist die Frage, wie weit wir da sind. Aber seitdem ich mit Nacho spiele, verfolge ich die Story nicht mehr so aktiv. Ja. Ich höre mir die Dialoge nicht mehr an, ich lese nicht mehr alles. Also spielst voll so, wie ich auch spiele. Ja, es ist irgendwie ansteckend geworden. Irgendwann muss ich nochmal in Ruhe einen Story-Durchlauf machen. Mhm. Früher immer gerne Stories zugehört, aber irgendwie seit ich einen Kollegen da immer gezockt habe, irgendwie der dann immer so drauf wild war, zu skippen, musste man es auch machen. Oh, es gibt eine Umfrage bei Nacho, alle rein da. Nice, danke fürs Moderieren. Kommen Sie zurück, Sir. Don't run. Gruß, Madu. Okay, I run. Danke für die Heilung. Langsam weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll, wenn es hervorgehoben wird, oder mich beleidigt fühlen soll. Ich lief diese Bergziegen. Hey, das sah so lustig aus auch noch. Ich hab's voll verpasst gerade. Kam eine Ziege zu dir gerannt. Ah, danke, dass ihr gemacht habt. Ich suche halt Madu. Ich suche auch Madu. Ja, Meinung ist dein Geklicke. Okay. Hast du Hintergrundunterdrückung an den Discord? Eigentlich ja. Müsste ich Leute mal noch rumspielen. Das resettet sich sehr häufig bei mir ja, auch. Das ist auch immer halt dann mal resetten. Das hatte ich auch schon oft, dass ich das einfach neu setzen musste. Ich guck noch mal. Ich habe meine Donnerbüchse nicht drin? Doch. Ich dachte, ich habe das mit meiner... Ich habe gesehen, man kann sich jetzt Ausrüstungssets ausblenden, also so Ausrüstungssets vormachen. Fand ich ganz cool. Das ist weird. Das gute alte Gedudel. Tastenbelegung. Wo ist das? Ich bin einfach gerade unfähig. Perfekt, ich bin auch noch ein paar Faulende stehen geblieben beim Rausgehen. Oh no, tut weh. Ich habe meine Quest hier für den Bereich erledigt. Oh, meine ist weiter oben ein Stück. Geht auf. Ich weiß nicht, klar. Madu, du bist sau low. Nächster sterben, Madu. Schön. Da sterbe ich. Knappe Nummer. Hier hat jemand eine Quest wahrscheinlich, oder? Mhm, zwei, drei Leute sogar. Also ich habe meine fertig. Ah. Eine ist weiter oben erst. Meine sind alle um die Stadt herum. Okay. Du hast hier auch einen Marker, oder? Ich? Nee, Ummel. Meiner ist unten, er ist in der Stadt, der Marker. Okay, bei mir wird er hier angezeigt, funny. Ja. Achso, nee, ich hab den Marker nur gesetzt gehabt wegen euch vorhin. Achso. So, da ist jetzt der Marker. Dann sind wir fertig. Ja. Ich bin gerade dabei, nicht an Verfaulenes down zu gehen. Okay, viel Erfolg. Ich würde hier auch noch ein paar Sekunden verweilen. Meinung, du hast noch eine Quest irgendwie weiter oben, oder? Ja, ein Stück weiter oben ist noch. Mark mal. Ist gemarkt. Ah, da oben. Okay. Mark mal. Ah, okay. So wenig weiter oben. Yep.
Dann kann man ja einfach zum Gasthof zurück und dann meine Quests machen. Die sind halt wirklich alle drumherum um die Stadt. Sweet. Welches Level hast du in-game? 55. Auch gut. Hier hoch oder wo lang? Nee. Vielleicht renne ich zu meiner Quest in die falsche Richtung. Hoch. Falsch abgebogen. In der Quer fällt ein Trupp. Ich denke hier in die Höhle, oder nicht? Wie es so aussieht. Links. Also vermutlich ja. Lumps rein. Oh, eine Truhe. So shiny. Ich soll zornige Erdkreaturen platt machen. Ach, die sind hier sogar schon. Wie viele? Drei. Zwei noch. Gut. Eine rennt weg. Was für eine schöne Höhle. Ah, hier gibt es ziemlich viel von diesen Seelenwürms. Ist schön hier. Ja. Was? Oh Gott, wie down alle sind. Ja. Aber haben wir auch, also, nee, komm. Was wolltest du gerade sagen? Dass wir schön, nee, gar nichts. Ich finde schön, dass wir heute spielen. Ich enthalte mich auch, weil ich mir gerade relativ viel Schaden nicht bekommen. Da drin ist auch überall Vollness, ne? Ich werde gerade WhatsApp zugespammt. Was ist denn das? Wir sind halt aber auch so resistent, wenn es um Tränke geht, ne? Wir würden niemals so einen Schutztrank trinken. I love it. Bist du fertig hier eigentlich mit deiner Quest? Ich bin fertig, ja. Ja, dann wollen wir raus? Also wenn jetzt oberhalb vom Außenposten niemand mehr was hat, dann würde ich... Doch. Hey, oh, ein gutes Stück weiter oben hätte ich noch was. Oh. Auf dem Weg, ja, quasi nach oben. Weil ich brauche da noch ein Verderbnis. Ich habe jetzt gerade gar keins gesehen auf die Schnelle. Brauche ich auch noch. Dann müssen wir halt wieder auf die andere Map rüber. Aber cool, dass du auch ein Verderbnis hast. Nächstes Mal packe ich mir so ein verfaulenes Trank ein. Das ist ja ätzend. Das sagen wir uns immer so, ach, man könnte eigentlich auch mal einen Trank mitnehmen. Ich sag das nie, ich brauche nur einen Heal. Stimmt, wir können eigentlich mal auf Fähigkeiten leveln, ein bisschen umskillen, die sowas wegmachen können. Ich glaube, da gab's auch was. Mhm. Aber nee. Dankeschön. Ey, wirklich danke, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt für ein kleines Ründchen. Immer gerne. Danke, ich mag das voll mit euch. Würde mir schon arg was fehlen, wenn wir nicht mehr spielen. Heute ein bisschen sentimental? Irgendwie schon. Ich bin generell in den letzten Tagen so ein bisschen Achterbahn der Gefühle. Warte, kann ich den auch erhalten? Ich musste, glaube ich, in dem Gebiet jemanden das Ding halten. Ich kann ihn. Nee, ich meine jetzt wegen Quest. Sonst hat er sein Ausrufezeichen oben, also das blaue Symbol oben drüber. Mein Häutungsskill habe ich gestern irgendwie auf einem Gebiet ziemlich hochburg. Also ich bin 150 jetzt schon fast für Häutung und Jagd. Madu, du bist gerade bei der Hälfte. Ich weiß nicht, ob Meinung vielleicht ein Heal für dich hat. Er müsste in deinem Healkreis eigentlich drin sein oder läuft er zu schnell? Danke, aber dass du guckst. Mehr Kätzchen. Gibt aber auch Gott. Eine halbe Ewigkeit, Voll schlimm, dass du Kätzchen gesagt hast. Warum? Weil die Dinge, die danach passiert sind, passieren nicht mit einem Kätzchen. Boah. Nein. Großes Kätzchen. Ich weiß auch nicht, warum ich angegriffen habe. Zuckerbuschhöhle. Ob da wieder ein Verfaulnis darin wartet? Die alte noch nicht los. Oh, alte Freunde. Ich muss da drin. Truhen suchen, bevor ich sagen, was Wichtiges drin ist. Ich sehe direkt schon drei durch die Wände durch. Boah, das ist sau schön hier. Mega cool. Ah, nee. Avatar-Boy. Zu viele Pflanzen. Was?
Ja, wie bei mir im Wohnzimmer. Und der Küche. Hey. Ja, und Schlafzimmer wenige tatsächlich. Ich bin sehr froh, dass Hannes bei dir eingezogen ist, sonst hätte ich Angst um die ganzen armen Pflanzen. Ey, also ohne ihn wäre das nicht möglich. Krümel, tolles Zitat von Madu im Chat. Ich hab's gleich korrigiert, ich hab's selber gemerkt. So. Herrlich. So, ich nehme die Truhe und erstmal heilen ein bisschen. Oh, Hannes, wie schön, dass du da bist. Hi. Du hast gerade deinen Namen gehört, oder? Wir hatten es von dir. And I'm doing my part. Du hast es gehört. Ehre. Okay, danke. Da sind noch schön, 5 Stück. Ich brauche nur noch 4. Irgendwo links lang gleich. Bei der Wand sind welche. Wie viele Pilze hier? Hallo an alle New Worlders von Hannes. Hallo Hannes. Hallo. Hallo. Das Gefühl, mit dieser Ernte habe ich aber auch gleich hier Level 60. Naja, so viel ist es okay, auch kann, nicht. Hat jemand eine Idee, wie man hinter diese Wand da kommt? Weil da sind ganz viele Truhen. Jetzt sind wir hier geradeaus und dann links. Okay. So, alle sind hochgeheilt. Ich komme zu euch. Gefällt mir nicht alleine. Na, wir essen schon gerne alleine. Du warst das bei mir. Yes. Danke, dass du nach mir geguckt hast. Genau. Ich hab mich nicht auch einfach verlaufen. Ja. Ah, der ist schon down. Perfekt. Wo ist das denn? Da ist so ein Baum gewesen. Fand schön die Höhle hier. Wie viele Truhen brauchst du, Eikmar, noch? Noch 4. Ich sehe die auch alle durch die Wände durch. Wir sind sehr viele dicht beieinander, aber es sind sehr viele labyrinthartige Wände. Mhm, aber cool, dass sie dir angezeigt werden. Also das wäre so eine Höhle in Ark, die würden nur Alpha Tribes drin spielen. So, und da sind 3 nebeneinander direkt. Ark, bist du immer noch komplett raus, oder? So sehe ich mich, ja. Kommt da jetzt nicht dieses extrem teure Update? Also sagen wir mal so, die Community hat sich sehr, sehr beschwert, weil geplant war, dass Ark 2 jetzt Mitte dieses Jahres rauskommt. Mhm. Und das haben die jetzt auf Ende nächstes Jahres verschoben und haben dann gesagt, sie bringen Ark ein Remastered raus, wo dann wirklich wieder alles, jedes DLC, jedes Spiel an sich wieder alles nochmal von vorne kaufen mussten. Kann ich mal aufheben? Boah, krass, ja. Und da hatten viele Leute keine Lust drauf. Glaube ich, klar. Und weil das, sagen wir mal so, die DLC-Bundles kosten alle 20 Euro, das Spiel an sich kostet 60 Euro. Mhm. Und die haben sich halt ziemlich stark darüber beschwert, weil jetzt, ich glaube, April sollen die Server zugemacht werden, dann soll Assa rauskommen, also Ark Survival Ascendant soll es dann heißen. Mhm. Und im Endeffekt haben dann sich die Leute beschwert und jetzt soll im Grunde alles zusammen 50 Euro oder sowas kosten. Ich glaube, für PS4-Leute ist es billiger, weil PS4-Leute oder PS-Leute kein Ark 2 kriegen. Und ja. Sorry. Ich bin hier durch. Nur weil du den Spriggy heute Mittag gemacht hast und eine Mittagsrunde gedreht hast, das sind ja auch voll die Spriggy-artigen Wortwitze hier. Also Krümel schreibt, das ist schon arg viel Geld. Glaub mir, diesen Witz machen arg Leute immer. So, wohin jetzt? Saugut. Ja, aber jetzt haben die es auf jeden Fall verbilligt. Also im Grunde kostet jetzt alles zusammen. Also sprich, das ganze Spiel mit jedem DLC kostet jetzt, ich glaube, für PC, Xbox und so weiter 60 oder 70 und für PS4-Leute 50 oder 60, irgendwie so. Okay. Ha. Weil PS4-Leute kriegen kein Ark 2. Ah. Okay. Das Erste. Danke fürs Abholen, fürs Erzählen. Jo. Wär schon aber wirklich wäre sehr teuer. Mann, ja, definitiv. Ich hab mir ja auch am PC, glaube ich, wobei PC war es immer so, Steam und auch Epic Games haben das sehr häufig kostenlos rausgebracht. Mhm. Das ist sehr häufig.
Dadurch hatte ich das dann so und die DLCs habe ich mir dann nur nachgekauft, um mit ein paar Freunden auf PC zu zocken. Mhm. Aber auf PS4 habe ich halt wirklich alles solo gekauft, immer wenn die Maps rauskamen, immer neu gekauft oder die Bundles direkt. Und das war dann halt immer nochmal schon viel, was man da bezahlt hat. Mhm. Was ist das? Aspergi, schöne Runde dir. Schön, dass ihr draußen seid. Es ist echt schönes Wetter. Ich freue mich schon auf mein erstes Gehalt. Let's go. Kriegst du immer Ende des Monats, Mitte, Anfang? 15. Die sind sich aber nicht sicher. Selbst die Vorgesetzten, wie das jetzt läuft, ob wir diesen 15. schon das kriegen bis zum 15. das Gearbeitete. Mhm. Oder nächsten Monat dann das für beide Monate. Okay. Wir haben jetzt alles fertig, oder? Ich bin im oberen Feld. Was ja. Ja, ich habe hier gar keine mehr, weil das andere war Elite. Dann würde ich einen Rückzug zum... Wir können noch die... Ja, genau, Rastorf, ja. Und alright. Von da aus, wenn wir die im Umfeld gemacht haben, können wir dann müssen wir noch zum Verderbnis laufen. Jo. Verderbnis. Ah. Okay. So stelle ich mir vor, macht das Verderbnis. Ich bin ein Verderbnis. Als ich an wie ein Dino aus einer Kinderserie. Ja, stimmt. Oh, ich würde so gern einen kleinen Krümel. Dino in der Kinderserie synchronisieren. Okay. Also ich habe ja sehr viele YouTube-Kanäle. Ich war auch mal überlegen, Meinungen TV-Hörbücher zu machen. Wenn das mal kommt jemals und dann Dino kommt, weiß ich, wen ich frage. Dankeschön, vielen Dank. Das wäre super sweet. Ich frage mich, wie lange es braucht, bis ich mich an die Höhe meines Gehalts gewöhne. Ich meine, selbst mit Luxusleben brauche ich nur so 400-500 € im Monat. Mhm. Kann ich auch die Hälfte für andere Sachen nutzen. Ja, ist ja auch schön, wenn man Rücklagen bilden kann. Ja. Aber es ist nicht so dein Ding, hast du mal, glaube ich, gesagt. Ein bisschen oder? Rücklagen. Okay. Aber ich glaube, ich fange wieder an, Gold zu horten oder Silber. Das macht mir mehr Spaß. Es fühlt sich immer cool an, wenn man so eine Schatulle hat, dann sind da so Silbertaler drin. Du kannst so deine Silbertaler durch die Hand. Ja. Das klingt wie in einem Spiel. Sind wir alle? Ach, ihr macht schon eure Quests, ne? Stoff auf die Marker, Stoff alles los. Wir sind das Syndikat. Hast du? Könnten ja so machen. Ich sehe alles in my life. Oh, dankeschön. Ich nest warte mal, ich komme ganz kurz auf die Map. Ich bin gleich wieder da. Irgendwas zu essen. Wir könnten ja machen, wir gehen jetzt erstmal zu dahin, dann könnten wir da runter zu 5, also bei mir ist die 5, und dann nochmal da runter, weil da ist so ein TP-Punkt direkt, weil da ist, das würde ich dann zum, das, diesen Punkt würde ich dann zum letzten anpunkten, so. Chat, ich habe nicht schnell genug rübergeschaltet. Könnt ihr mir beschreiben, was geschehen ist? Ich nehme an, was mit Hannes. Es gab Essen, es wurde aufgestanden. Essen wurde aufgestellt. Ja. So. Was muss ich hier machen eigentlich? Die Nummer 6, Jageluchse, heute sie für große Klaue. Oh, Lux. Da vorne, oder ne, das sind Wildschweine. Ah, da unten, ja, rennt einer. Wo siehst du's? Ich kämpfe gerade gegen einen. Achso, ich muss ihn noch töten. Bin wieder da, danke fürs Warten. Aber der hat kein Ausrufezeichen durchbekommen. Hannes lässt euch alle lieb grüßen. Jo. Ich hab Essen bekommen gerade. Aber der hat jetzt nicht gezählt. Ist hier unten irgendwie. Ist richtig markiert, ja, ne? Ja. Warte mal. Wo vielleicht nochmal näher ran? Ich frage halt, ob ich mich lange brauche, mich an das Gehalt zu gewöhnen von der Menge her. Weil voll viele sagen, dass das voll wenig ist. Und ich denke mir so, das ist voll viel. Lass dir da doch nichts reinreden. Alle Leute haben unterschiedliche, weiß nicht, Fixkosten. Das, was sie sich erhoffen, erwünschen. Da haben wir heute bei mir im Stream auch drüber geredet, dass es einfach Leute gibt, die 1000 Euro Miete zahlen. Ich habe so geguckt, so. Spontan bei Wohnungen nach mir in der Umgebung. Das wären so 300-400 € im Monat. Und sich dann alle so entschieden, ja, lass mal zu dir ziehen, weil meine Mieten hier wohl verhältnismäßig billig sind mit so 300-400 € warm. Ja, das ist wirklich, also, ist wirklich günstig. Abgeschlossen, was auch immer hier für eine Quest war.
So, kommen wir zum nächsten. Die nächste ist hier bei der 5. Wo bin ich? Wo seid ihr? Du bist direkt neben uns. Na, hi! Klar, es kommt drauf an, was hat man denn für Ausgaben, Kredite, Auto, Wohnung. Hauptsache, du bist happy und zufrieden. Oh, ich bin damit sehr happy. Oh. Ich meine, wenn ich jetzt die Hälfte zur Seite lege, ein paar Monate, könnte ich davon jahrelang leben. Gut. Was ich nur schade finde, ist, da hassen mich eigentlich alle Arbeitnehmer für die Einstellung. Ich find Kündigungsfristen so schrecklich. Ich hätte es am liebsten, dass wenn ich heute keine Lust mehr habe, dass ich heute kündigen könnte. Aber das geht nicht. Dann geht das nicht manchmal in der Probezeit? Und dann sind ja, auch zwei Wochen. Probezeit kannst du fristlos. Dann sind auch 2 Wochen, zumindest nach meinen Infos. Ja, ist glaube ich unterschiedlich, oder? Ist unterschiedlich, ja. Je nach Vertrag. Bin ich halt irgendwie blöd, sowas ist, wenn man jetzt keine Lust mehr hat zu arbeiten. Voll viele sagen, dass das für den Arbeitnehmer ist gut, aber ich finde das für den Arbeitnehmer schrecklich. So, du kannst ja nicht einfach kündigen, wenn du keine Lust mehr da hast. Da kannst du wirklich, also das ist voll deine Meinung, aber wirklich so Arbeitnehmerrechte, das war wirklich, also es ist immer noch ein Kampf und hat sich wirklich schon sehr viel getan. Und es ist, Arbeiten ist halt immer viel, um halt quasi den Arbeitnehmern einen Schutz zu bieten. Deswegen gibt es halt auch Kündigungsfristen. Wenn du irgendwo arbeitest und du hast da keinen Bock mehr drauf, ich muss dir jetzt nicht sagen, wie du da nicht mehr hingehen musst. So, ja, oder? Ich den, das ja. Weißt du auch selber. Ich glaube, von hier kommen wir gar nicht dahin. Darüber. Aber ich habe ja auch vorher feste Regeln gesetzt, wann ich kündige. Wenn ich morgens aufstehe und sagst so, ich habe heute keine Lust, dann nicht. Ja. Wenn ich morgens überlege, ob ich schaffe, mir ein Bein zu brechen, dann kündige ich. Das ist, glaube ich, mindset-technisch eine gute Entscheidung. Nee, ich glaube, wir kommen hier gar nicht durch. Wir müssen einfach rechts außen rumlaufen. Ja, okay. Genau. Super. Ja. Ich esse übrigens gerade die Smiley-Kartoffeln. Gesichter. Essen meiner Kindheit. Erst die armen Dinos, jetzt isst du Leuten, isst du armen Kartoffeln die Gesichter weg. Aha, das ist echt brutal. Und dazu noch so Crispy Sticks. Ich weiß nicht, ob ich was essen könnte, was mich anlächelt. Wenn man die umdreht, dann denkt man, die sind traurig. Dann hat Meinung auch keine Probleme mit. Vielleicht schmecken die ja dann besser. Ja, dann erlöst man sie ja, das ist was anderes. Die sehen ganz happy aus, dass ich die gerade esse, muss ich schon sagen. Ich muss sagen, ich habe eh so ein paar komische Macken. Ich habe zum Beispiel die Macke. Irgendwann hat das mein Freund als Kind erzählt, seitdem kann ich mir das nicht mehr abgewöhnen. Ein Freund als Kind meinte, aber was wäre, wenn die Schlümpfe doch Gefühle hätten? Also kennt ihr diese Schlümpfe zum Essen? Ja. Yeah. Wenn die doch lebendig sind. Deswegen beiße ich immer zuerst den Kopf ab. Okay. Damit, falls sie Gefühle haben, sie nichts mehr spüren. Ich weiß nicht, das war halt als Kind, war das so ein ganz, wenn ihr so unnütze, aber diepe Gesprächsthemen habt. Das hatten wir halt schon im Kindergarten, da war das Thema dann. Da haben wir drüber geredet, was ist, wenn die schlimme Gefühle haben und so. Dann beißen wir ihnen zuerst den Kopf ab. Boah. Ich habe immer zuerst den Kopf abgebissen. Boah. Ich mag übrigens, was im Chat steht. Die schmecken schön salzig wegen den Tränen. Und zum Glück sind es keine Zwinker-Smileys. Ist halt wirklich so. Ja. Sonst würde ich die nicht essen können. Sonst würde ich mich sauber blendest du das mittlerweile von denen. Es ist ja, du hast es ja nicht geändert. Blendest du das aus, dass du selbst ein Zwinker-Smiley hast? Nee, ich hab die wieder drin. Nee, ich meine, ob du es ausblendest, dass du deinen hast so. Ja, das ist anders. Das ist anders. Das ist ein anderer. Krümel, viel Erfolg. Aber ich rufe leid ja auch froh. Ja, ich bin im Großen und Ganzen mit meinem Job happy.
Ich habe auch keine Rücklagen, schreibt Pitpat. Mit Miete und Versicherung und so weiter habe ich knapp 1500 Euro Fixkosten und der Rest geht für Lebensmittel und entweder eine Sammlerfigur oder Klemmbausteine drauf. Let's go. Also alles geregelt, was geregelt werden muss und du lebst noch. Gehst deinen Hobbys nach? Finde ich auch. Und ich glaube, ich bin wieder Lieblingssohn, weil ich darf Essen von der Arbeit mitbringen. Freut sich meine Mutti. Ah. Ja, ich darf selbst aussuchen, was ich mitbringe. Ich habe mich für Knoblauch entschieden, da freut sie sich weniger. Für den Knoblauch. Haben wir jetzt auch einen davon bei mir im Zimmer angepflanzt. Ja, sweet, hast du gesagt, stimmt. Warst du eigentlich schon beim Gespräch dabei, als ich erzählt habe, wo mein erstes Gehalt reingeht? Kann sein, aber es kann sein, dass ich es mir nicht gemerkt habe. Ja, ich will mir Solarpanel kaufen, Solargenerator für mein Fenster. Ja. Und dann Pflanzen mit Pflanzenlichtern bei mir im Zimmer anbauen. Pflanzen mit Pflanzenlichtern? Ja. In so einer abgeschlossenen Box. Oh. Lass mich weiter darüber sprechen. Nein, nicht das. Ich hab's auch, als er es vorhin erzählt hat, erstmal daran gedacht. Nein, ich will einfach was Cooles, Lebendiges in meinem Zimmer haben. Das ist auch legal. Ja, auch legal. Bald. Okay. Nee, Spaß. Ernst, auch legal. Ich dachte an Knoblauch, Kresse, vielleicht so ganz kleinen Spinat. Hat ewig gebraucht, herauszufinden, wie meine Lieblingsblumentöpfe heißen. Ich weiß jetzt auch warum, weil das keine Blumentöpfe sind. Meine Lieblingsblumentöpfe sind nämlich Zementmischkästen. Ah. Die sind aber voll praktisch. Die sind dicht, die sind groß, die kannst du rumtragen. Wahrscheinlich viel arg aus. Schwer, oder? Nö, die sind voll leicht. Die sind so eine Art Gummi, sind die. Passt aber voll viel rein. Dann habe ich auch einen Vorwand, endlich dieses Regal aufzubauen, was hier schon seit 10 Jahren steht, gefühlt bei mir. Und dann kann ich da mein Zeug anbauen. Da bin ich runtergeplumpst. Ey, Tomaten wären auch voll cool, aber Tomaten miefen so sehr. Und ich will nicht, dass mein ganzes Zimmer Tomaten mieft. Tomatenpflanzen? Ja. Tomatenpflanzen haben einen sehr intensiven Geruch. Ah, okay. Weiß ich gar nicht. Haben wir bei uns im Garten, ist im Sommer immer, wenn man da grillt, die ganze Zeit den Tomatenduft. Wie seid ihr da hochgekommen? Gelaufen. Zu Fuß. Ada. Ja. Ich hab grad kurz, du hast Ara gesagt. Ich? Nein, nicht du. Nein, ich. Ja. Mach mal im Privat mit unseren Freunden. Nicht auf dieser Plattform. Ganz genau. Okay, nie fertig. Chaney, geht's? Ey, Chaney, danke, dass du da warst. Chaney, danke, ich wünsche dir noch einen schönen Montag, okay? Genieß deine Zeit. Tschüss, tschüss. Fühl dich gedrückt und danke für alles, Chaney. Danke für alles. Ciao. Gut. Dann wäre das der nächste Punkt und daneben ist direkt ein TP-Punkt und dann können wir auch dann zum Verderbnispunkt irgendwo tippen. Wir hätten noch einen Marker unten drunter. Genau, also da ist der Punkt Mutluxe töten. Und häuten. Alles, was ich habe, ist noch rechts. Ich habe da unten nicht. Noch was. Da sind ein paar Marker, also wir können das noch ganz außen rum. Ah ja, nice. Super. Was alle von mir denken, so wenn ich sage, dass ich was in meinem Zimmer anbauen will. Was soll man sonst denken? Du erzählst es so, ja, also in so einer geschlossenen Box. Auch ja, damit da nichts drankommt. Und so. Damit es gut wächst bei mir im Zimmer. Klassische RGB-Pflanze, ja. Ja, für besseren Aim. Deine Aim-Tomaten. Man kann ja auch andere Sachen anbauen. Man kann voll gut mit sowas anbauen. Klar. Hey, Tomaten war ich aber tatsächlich wirklich am überlegen, aber ich weiß halt aus unserem Garten, dass die einen sehr intensiven Geruch haben. Mhm. Und bei Erdbeeren habe ich gehört, dass die sehr schlecht wachsen, wenn die ganze dieselbe Temperatur haben. Sonst Erdbeeren wäre voll cool. Stell dir vor, man erntet jeden Morgen so 2, 3 von seinen eigenen Erdbeeren. Mhm. Erdbeeren sind schon der Banger. Gibt's bei uns auf Arbeit voll oft zum Frühstück dazu. Da dürfen wir so viel nehmen, cool, wie wir wollen. Let's go. Die sind schon klein geschnibbelt, kann man so mit der Gabel aufpieksen. Habt ihr da so eine Art Kantine? Wir haben Biertische und ja, wo Sachen draufstehen, aber ja, so in der Art. Ja, aber krass, dass ihr da auch Essen habt. So. 2 Mahlzeiten täglich, ich werde nie wieder Essen kaufen. Ich darf was mitnehmen, ich krieg da was.
Das heißt, ihr kriegt da richtig auch Gerichte gestellt. Zum Mittagessen ja, zum Frühstück ist Selbstbedienung. Ja, aber cool. Ihr kriegt da auch Essen quasi, was ihr euch halt einfach nehmen müsst. So. Ja, in den Pausen natürlich. Nice. Hast du das extra? Nö, das gibt's da. Cool. Gibt's ja auch nicht überall. Ich hab auch noch nicht aufgehört. Ne? Mhm, voll. Ich weiß nicht, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, gab es eigentlich immer mittags, zumindest Mittagsessen. Cool, Pamarina. Pamarina ist voll im Erdbeeranpflanz-Game drin. Hey, Wolfgang, hallo. Oh, da muss ich nachher los. Und wir haben zwei Jahre im Topf, im Balkon. Bei uns im Garten haben wir auch Erdbeeren. Ich mag diese Walderdbeeren. Walderdbeeren mag ich übelst, aber die lohnen sich platzmäßig nicht. Warum? Weil die so klein sind. Ah, das sind diese Mini-Smallies. Die so süß sind. Das ist echt süß. Brauchst du wieder Luchse, oder? Ja, das waren jetzt nur hier Luchse. Vorhin war es eigentlich was anderes, habe ich mich verlesen. Aber ich bin gerade noch am Überlegen, was für Pflanzen ich alles nehmen soll. Ich habe gehört, dass sich Salat, verschiedene Salatsorten sehr anbieten, weil die schnell wachsen wohl. Der nächste. Aber wenn ihr Ideen habt, was man noch so cool anbauen kann, immer her damit. Kräuter finde ich immer cool. Renn doch nicht weg. Eieiei. Hannes, ich glaube, da gibt es kein spezifisches Gesetz zu. Sehr gut. Stellt die richtigen Fragen. Okay. Darf man Walderdbeeren überhaupt im Garten anbauen? Also meine Oma hat sie im Garten. Sie wurde noch nicht verhaftet. Können weiter. Madu sah gerade kurz nicht so aus, als ob sein Charakter weiterlaufen könnte. Das sah total weird aus. Was hast du da gerade so... Was machst du da? Die ganze Zeit rechtsklick. Cool. Beyblade-Axt. Cool. Beyblade-Axt. Und das Gute ist auch, ich spare mir Cardio bei der Arbeit, weil ich sowieso so 30.000, 40.000 Schritte da laufe. So viel? Okay. Naja, ich trage was? Sachen von einer Seite der Halle zur anderen Seite, also. Hast du es schon mal getrackt? Ja, deswegen weiß ich das auch. Hat das Handy in der Hosentasche. Das ist ja utopisch viel. Ein Wunder, dass die Essen bekommen. Ich wollte gerade sagen. Naja, bei acht Stunden am Tag die ganze Zeit laufen, da kommt halt was zusammen. Ja, die WHO empfiehlt 10.000 Schritte pro Tag. Das ist richtig viel. Also wenn ich einen starken Tag habe im Geschäft und drumherum, dann habe ich vielleicht 15 oder 16. Aber da muss schon richtig viel los sein. Ja. Also die 10.000 kriege ich allein mit meinem Weg vom Bus und zurück hin. Okay, ja gut. Ah. Am Morgen und dann halt zurück. Bisschen weiter. Es geht. Ich finde, 10.000 Schritte sind jetzt nicht so viel. Das ist ein Mini-Spaziergang. Ja. Okay. Sind vielleicht ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt 10.000 Schritte. Weiß ich gar nicht. Pilze wären vielleicht auch eine coole Idee, aber Pilze brauchen, glaube ich, nicht mal Licht zum Anpflanzen. In Stardew Valley hat man Pilze auch immer aus der Höhle. Mhm. Ich habe auch schon mal bei mir im Regal hinten Champignons angebaut. Deswegen, die sind wirklich pflegeleicht. Hinten bei dir im Schrank. Erkennst du nicht meinen Rümpelschrank da? War das gewollt, der Anbau, oder kam das einfach so? Der war gewollt. Da kannst du so als fertiges Set kaufen, stellst du dir hin, kannst du abschneiden. Machst du ein bisschen was zum Düngen drauf, kannst du nochmal abschneiden. Dann weggeräumt, Pilzform. Ja, ich habe auch wirklich Meinung erzählt. Ja, also ich habe auch hinten im Schrank schon mal und ich so, Moment, was kommt jetzt? Ich bin K.O., kann mich gleich wieder aufheben, wenn ihr durch seid. Johannes, ich habe im Bad an der Decke mal Champignons angebaut. Hast du nicht? Nein. Noch nicht. Ist gerade noch in Zucht, jetzt wo er eine Wohnung hat, wo er das machen kann. Bitte mach das nicht hier. Yes, Johannes, stop it. Do it, Hannes. Aber dann nicht Bescheid sagen ihr, einfach bei BeReal posten. Okay, das doch. Ich bin jeden Tag zu Hause, ich bin 24/7 zu Hause, ich merke das. Ich weiß nicht.
Ich würde das, glaube ich, nicht sofort merken. Ich renne manchmal schon ziemlich verplant durchs Leben. Ich habe letztens auch, das lässt schon ein bisschen was her, aber ich habe irgendwie ein Jahr später gemerkt, dass bei uns gestrichen wurde. Ah. Also bei mir. Woran hast du gemerkt? Ist mir einfach so, ich stand da so in dem Raum und ist mir dann so aufgefallen, dass irgendwas anders ist. Hannes, hast du Kaution zurückbekommen? Ich war gestern noch weiß. Ja, stimmt, Krümel, aber es ist schon eher selten, dass ich unterwegs bin. Gestern war ich sau unterwegs, gell, Hannes? Wir waren sau. Wir waren sehr schöne Bilder. Dann waren wir noch auf einer Burg. Dankeschön, danke. Und das Tolle war, ich war teilweise ohne Jacke. Weil es schon so warm ist. Oh gut, das kann ich auch im Winter, weil es da so warm ist. Kann ich auch im Winter, aber dann ist mir halt kalt. Gestern habe ich es gemacht, mir war nicht kalt. Soll man da seine Kaution nicht zurückbekommt? Zwei-Zimmer-Bad, Pilzfarm, Garage. Das ist auch so belastend. In so dem Selbstversorgerwohnung einfach. Oh, das wäre ein Träumchen. Ich brauche hier zwei Truhen. Und die sehe ich auch schon. Holzfällerei braucht man dafür. Ja. Ich sag so, irgendwann werde ich Selbstversorger und die Sachen, die ich mir kaufe, kaufe ich mir nur noch aus Spaß. Ich sag so, das ist ja, glaube ich, cooler YouTube-Content. So Selbstversorger-Streams und so und Videos. Ja, gibt ja manchmal auch so Streams aus dem Garten. Ja. Schon nett. Oder ja, halt aus dem Bad, weil man da halt die Champignons oben an der Decke hat. Ganz kurz, Spriggy ist tatsächlich gerade draußen im Shirt unterwegs, schon mal crazy. Und du hast uns die ganze Zeit auf den Ohren, das finde ich auch super sweet. Danke dir, wirklich, danke. Bestimmt war eine Dreiviertelwanderung, ja. Ja. True. Wäre ich nicht so ein fauler Typ, müsste morgen arbeiten, dann würde ich heute Abend noch auf ein Konzert gehen. Ich habe einfach keinen Mut. Ey, ist doch voll okay. Ja, Kevin hat gefragt in Karlsruhe. Ja. Das war das Einzige, was mich am Arbeiten wirklich stört, ist, dass ich um 8 Uhr abends schon im Bett liegen muss, damit ich zeitig aufstehen kann. Ja, das ist dann manchmal, dass man ein bisschen früher ins Bett muss. Deswegen nochmal zu dir, Madu, ey, hört auf das, worauf du Bock hast. So, das eine wäre bestimmt eine coole Erfahrung, aber ich meine, du kennst dich und deine Ressourcen am besten. So. Ich weiß nicht. Das macht es jetzt nicht besser. Oh lol, Landmarks. Kein Kommentar. Ja, das ist gut. War so 50-50. Aber jetzt habe ich einfach keinen Bock, weil ich wusste, will die sonst keiner haben, die Hunde, oder könnt ihr diese nicht? Mir fehlt noch bis Level 100. Wie viel brauche ich eigentlich noch? Wird nicht die letzte Möglichkeit gewesen sein für sowas. Ja, alles gut. Oh, ich bin noch Level 80 mit Holzfällerei. Ich finde es eher strong, dass du sagst, so, ja, ey, ich will morgen nicht so komplett tot rumlaufen und so. Das ist halt einfach wichtig und dann guckst mein du halt. Mein Kopf ist eher so, sei nicht so faul. Geh einfach hin. Sollen wir dir dann Push geben oder was brauchst du gerade? Ja, ich weiß auch nicht. Du weißt auch nicht. Ich wollte es einfach erzählen. Du wolltest es erzählen. Du weißt nicht, ich will immer direkt so in die Problemlösung gehen, aber... Das war mir so ein klassisches 50-50-Ding so. 50-50. Kennst du dieses Ding? So, du schwankst so zwischen dem einen und dem anderen und dann lost du aus. Und in dem Moment, wo du quasi siehst oder so, das weiß nicht, den Zettel aufmachst, so... Dann nimmst du andere. Dann hast du schon so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl, so... Oh, das ist jetzt enttäuschend, dass es jetzt gekommen ist. Oder oh, ich freue mich jetzt, dass es das geworden ist. Ich kenne nur den Münztrick, dass man eine Münze wirft. Und wenn man dann trotzdem noch zweifelt, nimmt man halt das andere. Ja, true. Und ich habe heute auch schon mal für elektrische Horst eine Münze geworfen. Also ich bin ganz gut darin, ne? Hannes, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, irgendwas... Sag mir jetzt aber so nichts. Irgendwas mit... Elwood Stray oder sowas? Irgendwie so? Und hey, nee, Thierry. Hey. Dann lass mich doch einfach looten. Oh Gott, schieß doch nicht auf mich. Oma, danke, dass du hinterhergelaufen bist. Bitte, bitte. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Warum ich von euch weg bin. Ich mache manchmal so doofe Fehler einfach. Müssen wir da hin, wo ihr hinlauft? Ja, ich mache hier Kisten auf. Ah, okay, ich brauche insgesamt 4.
Ich war mit beiden Bring Me the Horizon Konzerten am Struggle und hab dann auf mein Bauchgefühl gehört. Mhm. Das ist gut, ja. Oh, Jay Vocado, danke, dass du nebenher am Stardew Valley spielen bist. Das ist ein super tolles Spiel und danke, dass wir deine Begleitung sein dürfen. Dankeschön. Das ist eigentlich schon mal zu Ende gespielt. Ich spiele das Spiel immer, ich hab's noch nie zu Ende gespielt. Noch nie. Endesgame, gibt's da ein Ende? Ich glaube ja, es gibt ein Story-Ende, glaube ich. Ah, okay. Ja, man kann da ja auch heiraten und so, aber da bin ich auch nie zugekommen. Ich habe... Jetzt hör auf, rumzuspringen. Mann, hör doch auf. Ich habe... Mein größter Erfolg war mal das ganze Gebiet, was geht, voller Pastinaken. Hey, krass. Ich bin noch nie so weit gekommen, dass ich überhaupt alles wegmachen konnte, was da rumlag auf der Farm. Ich dachte, du wärst da weiter als ich. Nee, ich habe nie die ganze Farm, glaube ich, aufgeräumt. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Startfarmen. Ja, aufräumen mache ich eigentlich kurz immer noch erstes. Madu, willst du noch darüber reden, über heute Abend? Nee, alles gut, alles fein. Ist schon entschieden? Ja. Okay, gut. Dann wird es die richtige Entscheidung. Also okay. Hätte ich vorher Bescheid sagen sollen. Gehen auch noch ein paar andere Leute mit. Ah, so. Okay. Ja, aber es war schon alles gut, war schon richtig so. Okay. Ich laufe jetzt übrigens ein bisschen hoch, weil ich brauche halt noch 2 Truhen. Mhm. Ja, die sind hier auch. Ich hirsch mich an den Leuten heran und habe ein paar geaddet. Also hier sind die letzten 2 Truhen, ach du Schande. Da oben ist dann sowas, das sieht ein bisschen stärker aus, so ein bisschen bossig. Ich komme wieder runter zu euch. Hoch. Könnt ihr das, wenn ihr hinter Nacho herlauft und dann lässt ihr euch alleine mit den Gegnern? Ja, das, was Krümel sagt, ist so. Annette ist schon beschlossen, also kann ich erzählen. Aua. Du hast was Episches fallen lassen bei mir. Super, eine epische Stoffhose. Es war super witzig. Hannes und ich haben auch noch ein Konzert ausstehend und wir wissen, dass es an einem Mittwochabend ist. Wir waren der festen Überzeugung, dass es diesen Mittwochabend ist. Und dann habe ich einfach nur per Zufall nochmal auf die Internetseite geguckt von dem Konzert und dann habe ich einfach gesehen, dass es nächste Woche ist. Wir waren beide so überzeugt davon, dass es jetzt ist. Ach. Passiert. War auch eine richtige Sternstunde. Ich war heute Morgen so überzeugt davon, dass wir Samstag haben, also passiert. Sollen wir jetzt noch die 2 Verderbnisse machen, dann werden wir zeitlich auch. Womit hat mich zum Handeln eingeladen? Gerne. Okay, klingt was super. Möchtest du? Klingt super. Weißt du, was du den brauchst oder willst? Brauche ich nicht, aber ich nehme ihn einfach mal. Okay. I follow you. Hui. Oder? Moment, da guck ich lieber doch nochmal 2-mal hin, bevor ich ihn verschrotte. Nee, der ist schlechter als meiner. Hat aber mehr Naturschaden. Landmarks sind deutsch? Ach, Consumer. Dicke Band machen auch so New Metalcore-mäßige Mucke, aber deutsche. Ah, cool. Stimmt. Das war so blöd, wenn einer runterspringt, man sieht ihn doch. Anscheinend auch Nacho approved, danke. Aua. Ach, stimmt. Seit gestern. Stimmt. Danke für dein Follow, dankeschön. Ja, Hannes, wenn ich irgendwie Auto fahre, dann macht er DJ und dann macht er einfach seine neue Musik oder generell Musik an. Immer und dann habe ich wohl approved. Krass, ich glaube, ich weiß sogar welche, die machen auch Deutsch, oder? Mhm. Da habe ich gesagt, boah, das merkt man gar nicht, cool. Man hört's nicht. Ui. Sieht delicious. Selber Herzensmensch. Vielen lieben Dank für den Resub im 3. Monat, du Herz. Schön, dass du da bist. Danke, dass du schon so lange hier aushältst und irgendwie noch einen weiteren Monat hier bist. Vielen lieben Dank dir. Ich wink dir. Danke dir. Vielen lieben Dank. Danke dir. Schön, dass du da bist. Danke. Hör mal, Stoffa, wo bist du? Ich sehe, du hast Schaden. Mhm. Ich sehe dich aber nicht. Runter. Wir springen runter. Genau. Man, die Deckontalten-Methode. Gefallen. Da, wo ich jetzt auch Schaden habe. Eieiei. Okay, ich mach das schräg jetzt. Ihr wisst, dass wenn ihr esst, dass ihr dann die ganze Zeit heilt, die nächste halbe Stunde. Ja, ich esse immer wieder was. Vier so freie Slots.
Einer davon ist belegt mit Tränken, die mir Nachos letztes Mal geschenkt hat. Der Rest wäre noch frei zur Verfügung. Hm. Ah, du brauchst Essen. Ich glaube, muss meine Ausrüstung reparieren, die ist auch ziemlich im Arsch. Genau, genau, das war der Vibe, Hannes, den ich auch hatte, als ich das erste Mal gehört habe. Das hast du wirklich schön beschrieben. Au. Verdirbnis. Witzig, ich habe gestern das erste Mal von der Band was gehört und heute reden wir über die. Funny, ja. Das ist manchmal so, man lernt irgendwas Neues und dann hat man das immer überall. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Kurvendiskussion. Ja. Nein, das auf jeden Fall nicht. Sondern irgendwie ein neues Wort oder so. Lol, mein Joke mit Kurvendiskussion einfach komplett gerade gegen die Wand. Ich kann das Wort nicht. Ich dachte, das ist einfach ein echtes Wort. Das ist auch ein echtes Wort. Kurvendiskussion. Ja, mach mal eine Mathe. Aufleiten, ableiten. Stimmt, ja. Ah, nee, das geht hier noch nicht. Ich muss erstmal kämpfen. Ich glaube, das war der Punkt in Mathe, wo ich dann auch noch eine 2 hatte, anstatt eine 1. Es war eher eine Satire darauf, weil Kurvendiskussion braucht man in den meisten Fällen nicht im Alltag. Nee. Stimmt. Woher kennst du das vom Hörensagen? Sicherlich nicht aus meinem Matheunterricht. Hatten wir, glaube ich, auch erst im Fach Abi. Ist das auch erst das Thema? Ich glaube, in Mittelschule lernst du Danke, so die Grundlagen für die Kurvendiskussion mit Parabel und so weiter. Mhm. Und dann in der Oberstufe machst du dann so das Richtige mit Aufleiten, Ableiten. Danke, Big Biss, für deine Zabankurven-Diskussion. Ah, Ehre. Irgendwie funktioniert der Leute mal wieder nicht. Ich hasse es. Und mal wieder die Frage, wer heißt so? Irgendwer heißt immer irgendwie. Ja, und tatsächlich Krümel Landmarks, die andere Band, die hat auch ein A, das auch wie ein V geschrieben wird. Gell? Ja, genau. Ja. Das zweite. Voll witzig, also beide Bands einfach benutzen das V genau richtig. Land und Frist. Ansonsten bin ich ja eher gegen das V, wie ihr alle wisst. Oh, die Debatte wieder. Die Debatte muss ich nicht nochmal aufmachen, nein. Wir brauchen unseren Healer. Oh, war gerade abgelenkt. Sascha kann heute leider nicht. Also kurz vorm Ende, wir können wieder ein bisschen bashen. Oh. Wenn ich heute Abend in den Schlaf weine, seid diesmal allein ihr schuld. Oh nein, bitte nicht. Ich meine, wenn du nur eine Stunde schläfst, dann ist nicht viel. Ach, deswegen schlafe ich nur eine Stunde. Oh Mann. Let's go. Haben wir beide den Verdirbnis? Oh. Aber ich muss sagen, die erste Arbeitswoche war das wirklich immer komplett unter 3 Stunden Schlaf im Normalfall. Das war schon anstrengend. Aber mal cool, wenn der Vorgesetzte meinte so, was denkst du, warum es liegt, dass du noch nicht so schnell bist wie die anderen? Mhm. Kannst du ja nicht sagen so, ja nö, ich habe 3 Stunden geschlafen, ne? Mhm. So in diesem Sinne zurück zum Gasthof. Back at the Gasthof. Nochmal abgeben. Na gut, vielleicht die Nacht eher traumatisiert in den Schlaf starten, anstatt traurig, wenn ich das hier so mitkrieg. Let's go. Cool. GG. G to the G. Die 60 erreicht. Ja. Erstmal laggen. Ja, bei mir spinnt gerade irgendwie der ganze PC rum, also. Was hat Nacho jetzt Tolles gemacht, dass so viel GG im Chat steht? Der Level 60 erreicht. Oh, GG. zum Ende der Mission, also zum Ende der Session. Hast du da nicht drauf geguckt?
Ich war die ganze Zeit 59. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass wenn ich jetzt abgebe, dass ich so viel XP bekomme. Doch, was, am Ende einer Quest kriegst du XP? Boah, ja, ich hab 13.000 bekommen. Es ist einfach eine Überraschung gerade gewesen. Ich habe nicht damit gerechnet gerade. Genau, es ist tatsächlich das Max-Level. Max-Level. Manchmal frage ich mich, warum ich dich mag. War kein Schmetterling für sich. Es war Level 60. Es war ein Freudenschrei. Sorry an alle, die hier gerade gemütlich lauschen und einfach einen chilligen Vibe haben wollten. Ich bin gerade aus dem Häuschen. Ich bin Max-Level. Oh mein Gott. Yippie. Danke an euch, dass ihr das ermöglicht habt. Ich habe gerade gedacht, seit wann macht ein Schmetterling so ein lautes Geräusch, wenn er gegen ins Fenster fliegt? Das wäre ich gewesen. Wir sind das Syndikat. Krass. Komplett krass. Okay. Wow. Ich finde das so cool. Wir haben im November angefangen mit New World, haben das immer so maximal einmal die Woche gespielt, wenn überhaupt. Und wir haben alle einen neuen Charakter gemacht. Und so viele von uns sind jetzt schon Level 60 und ich jetzt auch. Ja. Wer hätte es gedacht? Danke, vermutlich niemand. Vermutlich niemand. Ich am wenigsten. Danke, dass ihr so schön immer mitgespielt habt. Danke. Ja, gern. Bitte. Krass. Das klingt gerade voll wie eine Verabschiedung. Wir sehen uns nie wieder. Nein. Das Spiel macht ja immer noch Bock. So. Es ist ja auch cool mit den der Hauptquest noch und alles. Wir können ja mal einfach privat für uns quatschen, ob wir das noch weitermachen wollen, ob wir ein anderes Spiel anfangen. Alles ist möglich, aber ich bin Level 60 und dass das passiert, das hätte ich nie gedacht. Ja. Deswegen danke an meine Mama, danke an meinen Papa, danke an euch. Jetzt hat der 12-Stunden-Stream endlich auch einen guten Grund. Was man sich überlegen könnte, wäre vielleicht einfach mal gemeinsam so die Dungeons noch zu machen, die man nicht geschafft hat zusammen. Oh. Mhm. Okay. Könnte eine Idee sein. Natschno hört Dungeons erstmal hinlegen. Ich höre Dungeons und lade mir direkt Farm Simulator runter. Einfach. Weil ich habe diesen einen Dungeon, Level 25, den ihr da am Anfang mal probiert hattet, den hatte ich. Sehen. Ich habe ihn fast solo gemacht mit zwei Level 30ern und die waren tot meistens. Na dann. Danke dafür. Ja, ganz genau. Richtiger Pep-Talk. Herrlich. Oh Mann. Ja, könnte tatsächlich eine Idee sein. Ich freue mich, wenn wir mal drüber quatschen. Ich freue mich erstmal primär über Level 60. Geil. Ja, irgendwie Discord kam nicht mehr damit klar, dass du so laut warst. Weil irgendwie, ich habe das gar nicht gehört. Deswegen. Ja, man hat das was. Ich habe auch keinen Schrei oder nichts gehört. Richtig laggy. Ja. Ich habe sau geschrien in dem Moment. Aber ich habe es gar nicht geschickt. Dank Clip. Dankeschön fürs Clippen, danke. Ich war einfach nur von den ganzen GG im Chat verwirrt. Ja, es war super sweet. So, hä, was ist gerade passiert? Warum schauen wir alle GG? Ah, cool. Leute, danke für eure Zeit. Danke mal, fürs Mitspielen. Bitte. Ja, sag mal, Harry, hast du noch Fraktionsmarken? Ja, habe ich. Wir können Magst du gleich mal. Ja, können wir machen. Geil. Geh mal raus schon mal. Jo. Danke euch fürs Spielen. Juppie, ihr Herzen. Ciao. Jungs, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich gehe jetzt zu Kollegen ein bisschen Genshin spielen. Jo, viel Spaß. Und dir. Danke. Ciao, ciao. Okay. Was willst du jetzt haben? Achso, ich brauche glaube ich, Geld. Gold. Ja, das müsst ihr noch genug haben. Ah, die Ehre Frage ist, welche willst du? Weil ja, warte, ich gucke eben, welche sich am meisten lohnt. Weil ich kann nur... Die große Rune des Haltens, das Verb unter Chronist. Warte. Die kostet 500, das Ding. Ich kann dir eben, ein bisschen Geld habe ich noch. Ich könnte dir 10.000 rübergeben. 20 Stück von denen. Wenn wir an einem Strang ziehen, warte, ganz kurz, können wir alles erreichen. Wir sind welche Farbe ist das? Blau oder was? Blau ist hier da unten oder wo? Große Rune des Haltens. Wir sind das Syndikat. Das ist blau. Und wenn du ganz runter scrollst, steht da. Nee, warte, das ist nicht blau. Oder? Wo ist die? Nee, doch, Entschuldigung. Skriptor. Und das Skriptor ist die kleinere. Das ist die große Rune des Haltens. Das zweitletzte bei
Das ist doch bei Größt Gott. Sortierung. Nee, ist noch bei Skriptor. Skriptor. Chronist. Skriptor, okay. Ganz unten. Siehst du sie? Ja. Große Rune des Haltens. 500 und 3000 Marks. Ja, warte, Handel. Okay, wie gibt man Geld da? So, 10.000 habe ich noch. Die würde ich dir geben. Mhm. Dann kannst du shoppen gehen. Muss ich irgendwas? Ich glaube, ich muss... Annehmen musst du, ne? Nee, ich glaube, ich muss irgendwas rein... Ja, ich kann nicht, auf Handeln klicken, was? Ah, warte jetzt. Mann mal. Ja, jetzt, okay. So. In diesem Sinne, mach's gut. Da brennt er durch mit meinem Geld. Dann nächstes Ziel, größte Kompanie auf dem Server werden. Müssen wir rekrutieren. Krypto. Ich bin schon wieder irgendwas am Aufnehmen. Gott, ich muss die Hotkeys anders setzen. Warte mal, bis hier handeln. Soll ich Handel machen? Handeln. Naja, F1 ist Aufnahme starten, perfekt. Da gleich sehr viele Aufnahmen löschen. Ging nur 12? Ich habe nicht mehr, also mein Max Cap ist ja 37.500 so, okay. Punkte. Warte. War noch. Irgendwie sowas. So. Handel abgeschlossen, danke sehr. Gehe Taschen machen. Nee, warte, ich hab das Gold noch. Wenn du es mir wiedergeben willst, jetzt auch behalten können als Steuer. Ist immer noch billiger, als es am Dings zu kaufen. Alles gut. Danke. Jo. Discord, wo bist du? Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche, nehme ich mal an, egal bei welchem Spiel. Ja, ich denke, das wird. Ja, ich denke, man kann, je nachdem, wenn Umid oder so dabei ist, können wir theoretisch den noch auf Max-Level bringen, falls sie da Lust drauf haben. Ansonsten schauen wir mal. Ja, Nacho erstmal leveln lassen, damit sie irgendwas mal abbauen kann. Ja, wenn sie da Lust drauf hat. Ja. Ansonsten, ich glaube, Farming Simulator können relativ witzig werden mit mehreren Leuten, wenn wir so 4-5 Stück sind oder so. Dann, dann aber verschiedene Farmen, damit ich euch in den Ruin treiben kann. Also ich habe das noch nie gegen andere gespielt, aber dich packe ich. Okay, das ist eine Ansage. Bis dann. Jo, mach's gut. Jo. Habt ihr gehört, wie frech er ist? Habt ihr gehört, wie frech er ist, Leute? So, wir gehen eben noch ein paar Taschen machen, dann würde ich auch sagen, machen wir Schluss für heute. Bin ich ganz so fit, dann kann ich noch ein paar YouTube-Aufnahmen machen. Ich mir im Po raus, dann passt das. Wie frech sie werden. Ich hab meine WhatsApp-Nachrichten eben abchecken. So. Es lädt und ich lese gerade noch was wegen der Arbeit. Nachrichten bezüglich der Arbeit, würde ich sagen, sind immer wichtig, deswegen brauchst du nicht die zu lesen. Okay, haben wir das. Haben wir das, Leute. Perfekt.
Gehen wir schnell die Täschchens machen. So. Oh, komm. Nein! Ah! Scheiße! So. Täschchen, Täschchen. Schöne, schöne Täschchen. Da, Abenteuertasche. Perfekt. Na, wie viele kann ich machen? 11. Also irgendwas fehlt mir noch. Ja, verschiedene Tuche. Tuch ist knapp, aber Leder auch bald wieder. Passt. Dann würde ich sagen, raiden wir. Ich würde einfach sagen, zu Nacho. Die macht nämlich heute einen 12-Stunden-Stream, Ladies and Gentlemen. 12 Stunden. Und wir haben gerade mit ihr ja eine schöne Zeit gehabt im Stream. Das heißt, ja. Wenn ihr mir Gefallen tun wollt, schreibt mal rein, Meinungen, bester Heiler, ja? Übt das auch gern und schreibt bei Nacho dann rein, Meinungen, bester Heiler. Da würde ich mich freuen, weil es halt einfach die Wahrheit ist, ne? So, ich verkaufe ihm noch die ganzen Taschen. Da hat mich mal unterboten mit dem Preis, das ist ja... Na egal, komm. So. Dass man nicht mehrere auf einmal auswählen kann, ey. So, wir raiden rüber und ihr schreibt Meinungen, bester Heiler. Danke, Kuss geht raus. So. Beenden.